Tschüss. Ladies and Gentlemen, hier ist Ihr Lieblingsmoderator, Jay Gamer TV. Ich hoffe, Jay geht's gut, ey. Der hat nicht viel geschlafen, der Junge. Jesus. Wie lange hat er denn mal geschlafen? Panda, man hört dich bei mir im Stream. Mich übrigens auch. Ich weiß. Das ist schon wieder alles total geheim, was wir hier machen. Upsi. Ich könnte dich ja auch muten, aber bin ich jetzt zu faul. Dann müsste ich 3 Klicks machen. Zu spät. Ja. Ja, wie? Aber es ist sowieso schon nach 17 gemacht. Uhr. Ich muss den Stream jetzt starten. Dann machen wir das doch. Können wir machen. Alles klar. Ich mach das jetzt. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Kann man schon Abend sagen? Es ist 17.01 Uhr. Leute, herzlich willkommen. Hey, heute ist Samstag, glaube ich. Wie ungewohnt, an einem Samstag zu streamen. Aber es hat natürlich seine Gründe. Wo ist Brian? Hallo Christina. Hallo Jay. Jay, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Du musst mir gleich mal ein Status-Update geben, ob es dir gut geht, okay? Sorry, Christina, es tut mir wirklich leid. Ich wollte den Gag machen. Ich war willens. Sabrina und ich waren gerade eine halbe Stunde damit beschäftigt, die Brian-Perücke zu suchen im Keller. Bis uns dann eingefallen ist, dass wir sie letztens mal für irgendwas anderes benötigt haben, außerhalb dieser Wohnung. Und jetzt ist sie weg. Und das ist jetzt natürlich sehr schlecht, weil jetzt kann Brian leider nicht seine Rückkehr feiern heute. Aber gut, ich habe mein Bestes gegeben. Da oben links ist ein Herz. Das ist eine Wärmelampe. Das ist eine Wärmelampe, die Sabrina gekauft hat, die sehr, sehr groß und sehr, sehr hässlich ist. Und ich habe mir sagen lassen, die ist für einen Säugling, damit man die dann an den Wickeltisch stellen kann. Ich habe dann mal in den Raum gestellt, ob man eine Wärmelampe vielleicht auch kaufen könnte, die nicht so furchtbar groß und hässlich ist. Aber Sabrina hat gesagt, es geht nicht. Und deswegen haben wir jetzt eine furchtbar große, furchtbar hässliche Wärmelampe. Und das nehme ich auch so in Kauf. Ich habe etwas Kopfschmerzen, darum spiele ich gerade nicht mehr. Okay, Christina, wie viel hast du schon gespielt? Gestern musstest du ja noch ein bisschen was für die Uni machen. Aber ich denke heute, ne? Waren schon einige Stunden drin bestimmt. Happy Discord Birthday! Hey Ems, einen wunderschönen guten Samstag wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, wir feiern heute Jubiläum. Das Space Pizza Inn wird ein Jahr. Ich rede jetzt noch nicht so viel darüber, weil es fehlen ja noch ein paar Leute. Die kommen gleich. Hallo. Hallo Panda. Dachte mir so, komm, ich halt mal nicht los. Und hier ist auch schon unser erster Stargast. Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie gemeinsam mit mir die wundervolle, einzigartige Panda. Hey, Panda. Yay! Moin! Was geht ab?
Wie geht's dir? Gestresst, aber nicht hoffnungslos. Das ist schön. Konntest du ein bisschen das gute Wetter genießen heute? Tatsächlich nicht, nein. Okay. Ich habe 10 Stunden jetzt vorm Rechner gesessen, hatte ja Schule heute. Ah, schön. Draußen hat es super schön die Sonne gescheint und als ich Punkt Feierabend hat es angefangen zu regnen. Classic, so muss das sein. Ja, ich hatte heute einen angenehmeren Tag tatsächlich. Ich bin heute Morgen aufgestanden mit 40 Jahre die Flippers. Das war das Erste, was ich Sabrina vorgespielt habe. Ich suche immer schöne Lieder aus, wenn wir zusammen im Bett liegen und ich sie morgens wach machen möchte. Weil manchmal ist es der pure Hitmix, aber manchmal ist es auch 40 Jahre die Flippers. Und heute war es 40 Jahre die Flippers. Und da bin ich richtig schön bei Sonnenschein zum Bäcker gefahren, zu meinem Lieblingsbäcker und habe mein Lieblingsbrot geholt. Und es war ein herrlicher Vormittag und ich war auch schon auf dem Balkon jonglieren. Krass, oder? Sehr geil. Hört sich auf jeden Fall nach einem sehr erfolgreichen Samstag an. Ja, ich wollte schon Sonntag sagen. Ziemlich deluxe. Ja, Sonntag ist dann... Richtig deluxe. Morgen wird es dann wieder ein bisschen knitterig um 9 Uhr. Wir sind nämlich heute Abend zum ESC-Schauen verabredet. Das, ja, das wird genau. Lang. Das, ja, weiß ich nicht, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es wird. Dann ist es morgen wieder Kaffee und Augenringe, aber original. Genau, ja, so wie das halt sein muss. Weißt du, was du machen müsstest, Dennis? Hm. Was ich richtig cool finden würde? Scheiß auf Tassen. Kauf dir gleich eine richtig schöne Kanne mit Kaffee und hau dir die einfach bei Kaffee und Augenringe rein. Du meinst einfach so eine Kanne, aus der ich trinke? Genau. Okay, ja. Aber mit Trichter bitte. Oh! Hi! Hallo Zerbi, Zerboy. Na? Überraschung. Wo ist dein Bild? Ich sehe euch gar nicht. Oh, ach so, stimmt, das ist nicht passiert. Moment. ah, shit. Ja, das ist alles sehr gut geplant hier. Oh, wir haben unser Bestes gegeben, ja. Wir haben sogar einen Technikcheck gemacht vorher. Das ist wahr. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Oh, da sind sie. Schaut mal hier. Ein Zerboy und ein Yashi. Wo ist denn der Chat? Der Chat müsste über euch sein. Ah, guck mal, da ist er ja. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich... Du weißt ja, dass du mich jederzeit anrufen kannst, ne? Oh Gott. Hätte vielleicht ein paar Tabs schließen sollen. Wer ist denn alles noch hier? Ja, ich bin auch Kunstpause, hallo. Sehr überfordert. Und hier. Tico ist auch da. Und Chris, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. So förmlich, ey. Ich begrüße sie alle gemeinsam. Ja, Zerbion, möchtest du die Introduction mal machen? Warum wir hier heute überhaupt streamen zusammen? Natürlich. Liebe Gemeinde... Liebe Pizza-Konnoisseure, wir haben uns hier heute versammelt, um den ehrwürdigen Edeltag der Vereinigung dieser ganzen tollen, wunderbaren Streamer zu feiern. Denn vor genau einem Jahr, in Dark Souls-Jahren ist das auch etwa ein Jahr, ja. hat ich hab's auch ausgerechnet, ich war auf der Website tatsächlich auch. Auf Vexor Live, ne? Ja. Ich kann mir den Faktor immer nicht merken. Und wir haben sehr viel Spaß gehabt mit dem Discord und jetzt gibt's quasi das Next Level. So. Genau. Kann man sich das vorstellen. Ein Jahr Space Pizza Inn. Wer erinnert sich nicht an den fantastischen Eröffnungsstream vor genau einem Jahr? Es war ein sehr trauriger Stream erst und dann war es ein sehr freudiger Stream, als dann revealed wurde, dass wir ein gemeinsames Zuhause gefunden haben. Und Leute, die erste Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen. Erstmal, hallo Yashi auch. Du hast noch gar nichts gesagt. Hi. Ja, hi. Hallo Yashi. Hallo. Bevor ich jetzt richtig loslege, müssen wir natürlich alle erstmal in die Runde holen. Leute, wollen wir noch ein Jahr weitermachen? Ja, also eins könnten wir noch drauflegen, finde ich. Ja. Das ist also, eine Lawyer festgelegt worden, vertraglich. I think so. Dem Blut. Also, mein Manager hat mir empfohlen, jetzt eine Solo-Karriere anzustreben, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Robbie Williams der Band, aber gut, also ich würde es ein Jahr vielleicht noch probieren. Na gut. Ich würde sagen, können wir machen. Wir bleiben erstmal dabei. Wir streiten uns dann off-camera noch ein bisschen. Okay, das können wir gerne machen. Das gibt's dann auf OnlyFans. Halt. Genau. Ja, sehr schön. Wollen wir mal ganz kurz durch den Programmplan durchgehen, was heute so ansteht? Unbedingt. Hast du ihn ausgedruckt und laminiert? Ich hab überlegt, ob ich ihn ausdrucke. Ich hab's gelassen. Weil, schade. Ich besitze einen Monitor. Dann ist nichts wert. Ich hab gedacht, das ist fast genauso gut.
Ja, aber also, es wäre schön gewesen, dann hätte Yashi zum Beispiel ab und zu ein Schild so unterm Tisch hochhalten können, dann du einmal ein Schild hochhalten können. Yashi hat schon die Schilder mit Applaus und Ruhe. Oder hier so wie im Boxen. Nummerngirl. Ja. Sehr gut. Dann. Dann noch so ein Ding, 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 Ding. Schnell, nimmt nett gemeint die Admin-Rechte weg, sonst löscht er den Server wieder. Das ist mir erst 7 Mal passiert, okay? Okay, also. Oh, ich weine. Wir werden jetzt gleich ein bisschen genial daneben spielen. Wer das nicht kennt, ich erkläre das gleich noch, wenn es losgeht. Danach gibt es ein kleines Giveaway. Ja, es gibt kostenlosen Stuff. Ich habe das im Vorfeld nicht erwähnt, weil Christina sonst ihre ganzen Fake-Accounts rausholt. Danach gibt es eine kleine Quasselrunde. Ihr könnt dann übrigens auch Fragen stellen, wenn ihr welche habt, irgendwelche speziellen Fragen zu uns oder dem Projekt oder dem Server, irgendwas, keine Ahnung. Danach haben wir noch ein kleines Spezial vorbereitet. Also hauptsächlich Dennis hat das vorbereitet. Aber das ist alle vorbereitet. Sollte ganz witzig werden. Und das wird so die nächsten 2 Stunden hoffentlich mit ganz viel Spaß und Freude füllen. Und Lostheit. Was gehört er dazu? Ich bin da absolut optimistisch. Yes. Ja, ich weiß nicht, ob das so gerechtfertigt ist mit dem Optimismus, aber das werden wir sehen. Ja gut, ich meine, in der Gala kann man natürlich nachlesen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Da haben wir uns natürlich alles schon längst zerstritten. Alles, was uns noch zusammenhält, sind eigentlich vertragliche Dinge und Regularien, die wir einhalten müssen. Aber ich denke, für die 2 Stunden kriegen wir uns zusammengerauft hier. Ja, ich glaube, das kriegen wir. Also bisher, meistens haben wir es. Für die Kamera tut man das ja schon mal, ne? Na klar. Da sind wir und wieder manchmal, Cast von Alf. Die haben das ja auch 2 Staffeln durchgehalten und sich gehasst hinter den Kulissen. Oh Gott, ey. Da wurden wahrscheinlich wirklich Katzen gegessen. Mit Sicherheit. Weiß man nicht, ey. Okay, so. Gibt's hier Fragen oder so? OnlyFans, shut up and take already my money. Weiß nicht, ob das grammatikalisch korrekt ist. Aber ist Hallo Fido erstmal, einen wunderschönen. Also ich würde sagen, wenn wir ein Jahr noch schaffen zusammen, dann machen wir auch einen gemeinsamen OnlyFans. Ja, definitiv. Definitiv. Da kaufen wir uns zusammen eine richtig große Poolbanane. Ist Lita okay. Boys auch mit dabei? Lita ist noch nicht da. Also das, vielleicht mal als Erklärung für diejenigen, die sie jetzt nicht kennen, dass die Stimme aus dem Off, die man jetzt nicht sieht, das ist die wunderbare Da Panda Raw. Geht gerne vorbei. Hi. Lasst da gerne schon mal ein Follow da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn die streamt ja auch wieder demnächst. Irgendwann bald, sobald ihre Weiterbildung durch ist. Und wenn nicht, gibt's Haue. Also geplant ist Februar. Da seht ihr, ist jetzt fest. 1. Februar, da gibt's den nächsten Stream von Panda. Der hat jetzt nicht spezifiziert, in welchem Jahr. Aber das wird der nächste Stream sein. Es wird ein Februar. Los, Krieg! Ja, das hättest du wohl gerne, hä, Julia? Oh, mein Stream bricht gerade zusammen hier. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ernte 23, oh Gott, Krieg. Krieg waren kippen für mich. Ja. Genau, Lita hatte sich abgemeldet. Genau, die gute Lita ist leider heute nicht dabei. Die war eigentlich, wir hatten das tatsächlich richtig so geplant, dass wir alle Zeit haben. Aber, Lita musste kurzfristig absagen. Vielleicht stößt sie nachher noch dazu. Meine Hoffnung besteht, aber ich denke nicht. Wir müssen alle gemeinsam dafür zum Universum sprechen, in Gedanken, um das wahrzumachen. Ich bin jetzt ein bisschen New Age-mäßig unterwegs und ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich habe auch schon Räucherstäbchen angemacht. Wir müssen einfach nur an die Lichtenergie glauben. Dann genau, wird's. Genau. Ja. Ich habe auch schon mein Prana für heute getankt. Ach Gott, ey. Genau, genau. Followt mal der guten Lita. Auch wenn sie gerade nicht live mit dabei ist, aber. Oh ja, Jay haut erstmal ein paar Shoutouts raus, das ist gut. Genau. Erstmal alle Shoutouten hier. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Heiko, wenn man ihn braucht. Oh, ganze Körper bebt. Lita kennt auch den krassesten Shit, das habe ich schon mal zu Klukas gesagt. Dass sie kennt echt die Memes, ne? Ja, Lita ist ein banales Meme-Lexikon einfach. Ja, das ist heftig. Lita die Dame ist, mit dem Lachmotorrad, die verfolgt mich seitdem. Also es ist wirklich schlimm. Ich kann auf Instagram nimmer scrollen, ohne dass jedes dritte Video von der Lachmotorrad-Dame ist. Oh, anstrengend. Lachmotorrad, ey. Ja. Das Lachmotorrad. Ach, Lita. Wollen wir schon mit unserem Genial daneben starten? Ich würde sagen, dann müsstest du vorher noch einmal kurz die Regeln erklären, Serbion. Genau. Ich habe auch, ich denke mal, viele kennen das Konzept grundlegend, aber wir gehen das natürlich trotzdem der Vollständigkeit halber mal durch. Also, Genial daneben läuft folgendermaßen. Ich stelle jetzt einen Begriff in den Raum
oder eine Tatsache, ein Event, das passiert ist. Spoiler Alert, wir nehmen nur Wörter, weil das mit den Events ist sonst ein bisschen wieder. Crap. Ja, ich hatte ein paar Sachen, aber dann habe ich gemerkt, dass das hebelt dieses Ganze so ein bisschen aus. Egal. Auf jeden Fall müssen dann die anderen drei, also Dennis, Anna und Yashi, müssen erraten, worum es geht. Das heißt, das kann was, es kann alles Mögliche sein. Also stellt euch vor, ihr fängt euch auf Wikipedia so für eine halbe bis acht Stunden und klickt einfach wild die ganzen Links durch und bleibt dann auf irgendeinem komischen Wort hängen und die Boys und Girls hier müssen jetzt gleich erraten, worum es geht. Zum Beispiel Senfeiter. Also wäre das zum Beispiel ein mögliches Wort, Senfeiter? Und wir müssen dann rausfinden, was das ist? Wenn es das gibt, ja. Okay, genau. Und am besten natürlich, wenn es etwas ist, was, wenn man danach googelt, das so das einzige Vorkommnis ist, was dann auftritt. Dass okay. Das nicht doppeldeutig ist, weil es ist sonst blöd, wenn man sagt, so ja, das kenne ich, das ist das und das, und dann, ne, wenn es dann halt mehrere Bedeutungen hat. Ich glaube, das kriegen wir hin. Simone. Und Kunstpause ist auch da. Oh, die ganzen Leute sind vereint. Flower ist auch hier. Hallöchen, Hallöchen. Kunstpause hat schon dreimal Hallo gesagt bei mir. Ja, wie oft bei dir? Erst einmal. Okay. Erst einmal leider. Er hat mich mehr lieb. Ja, ich weiß. Aber er hat geschrieben, ich bin aber glaube ich, bei nett gemeint. Kann nur einen aufhaben. Musste mich entscheiden. Ja, ich verstehe das. Das ist okay. Oh. Mach die Kamera aus. Nein, das kannst nur du. Stimmt. Das kannst du. Der Button ist übrigens hier, Yashi. Falls du mal irgendwie. Ne, hier, da wo Cam on steht, da kannst du. Verschwinden wir ganz magisch. Aber nur für unseren Stream, nicht bei Dennis. Achso. Ist ein Trade-off, muss man machen. Nein, nicht weinen, außer vor Freude, das ist okay. Also, das kriegen wir nicht. Ich habe mir das jetzt extra. Die ganzen Begriffe habe ich mir auf mein Smartphone geladen, damit Yashi nicht spicken kann. Also das Einzige, was Yashi gerade sieht, ist unseren Ablaufplan. Wir dürfen unsere geilen Kommentare. Ich habe eine kurze Frage nochmal zu den Regeln. Wir dürfen Fragen dazu stellen. Und ihr dürft Ja oder Nein Fragen stellen. Ja oder Nein. Okay. Und auch manchmal ein bisschen gröber, um es einzugrenzen. Mhm. Aber wenn mir die Frage zu allgemein ist, dann antworte ich mit sowas wie vielleicht. Okay. Perhaps. Schauen wir mal. Ja, also ihr müsst euch dann annähern. Und die Leute im Chat bitte nicht irgendwie spoilern, damit hier noch ein bisschen der Chat mitgelesen werden kann. Ich bitte auch vielleicht die Mods, da ein bisschen Auge drauf zu haben, dass das hier nicht irgendwie verraten wird, weil ich weiß, ein, zwei Sachen davon könnte durchaus der eine oder andere wissen. Und der Chat muss alles, Punkte zählen. Genau, ihr müsst Punkte zählen. Wer, das ist eure Aufgabe, eure Verantwortung. Genau. Und wer das nicht macht, der wird von allen Giveaways für immer ausgeschlossen. Und zwei Stunden nachsitzen. Und zwei. Für immer Giveaway-Sperre. Ja. Lassen wir. Bei Dennis Bryan, dem Lehrer? Nee. Die müssen bei Chris nachsitzen und Hausaufgaben machen, die er wegradiert, die ganze Zeit. Oh Gott. Schwierig. Also passt lieber auf, Leute. Ja. Soweit soll es nicht kommen. Okay, seid ihr bereit? So bereit wie noch nie. Ja. Hier ein bisschen irgendwas an, was uns zumindest ein bisschen Lala gibt. I'm ready! Wunderschön. So, also. Wie viel haben wir denn? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich brauche mal eine Zahl von 1 bis 9. Ist gut? Achso, oh, das hört ihr, ne? Ja. Warum sagt ihr nichts? Weil ich gerade ganz andere Probleme habe hier. Alle Fenster haben sich gerade geschlossen bei mir. Ich war gerade am Vipen, ey. Alle Fenster haben sich geschlossen? Alle Fenster haben sich minimiert aus irgendeinem Grund. Was, Claudi? Ach so, in Windows. Ja. So, ich bin wieder da. Hallo. Willkommen zurück. Okay. Jetzt keine. Doch, warte, ich kann euch einfach über Spotify. Warum mache ich das nicht einfach? Wir machen Spotify ein bisschen leiser, dass das nicht stört. So. Okay. Dennis, eine Zahl von 1 bis 9, bitte. Die 7. Die 7. Oh, das könnte Panda wissen. Das ist tatsächlich der einzige englische Begriff aus der gesamten Liste. Ich habe ansonsten versucht, nur deutsche Begriffe zu holen. Panda, gut, du könntest das wissen, aber ich ich sage erstmal, wer oder was ist Orb-Walking? Kannst du es buchstabieren? Was? Orb? O-R-B, ja. wie das englische Wort für Kugel. Walking. Mhm.
gehen. Okay. Hat das was mit Geschicklichkeit zu tun? Ja. Läuft man auf Kugellagern? Nein. Kann man sich dabei verletzen? Es gibt sicherlich einige Leute, die sind in der Lage, sich bei solchen Sachen zu verletzen, aber ich würde sagen, grundlegend nein. Okay. Ist das ein Begriff aus dem Spiel? Ja. Oh. Ist das, wenn bei Dragon Ball jemand so mit so einem Feuerball auf einen schießt und man tänzelt da so geschickt drüber, sodass er einen nicht verletzt? Nein. Gar nicht. Ah, also, richtig weit weg. Verdammt! Aber nah dran wahrscheinlich, ne? Nein, nein, nicht mal. Also, das. Nee. Sehr weit weg. Nee. Nee. Hm. Könnte ich das auch lernen? Ja, doch, durchaus. Ja. Also, es ist vielleicht was, was Panda gespielt hat. Vielleicht, ja. Hab ich es gestreamt? Oh. Das weiß ich gar nicht. Kann sein. Nicht, dass ich wüsste. Aber vielleicht. Hm. Okay. Also ist das eine Technik, die man in einem Spiel anwendet? Ja, korrekt. Oh, ist es ein, ist es ein Einzelspiel, Einzelspielerspiel? Nein. Okay. Das grenzt es nämlich aus. Ist das ein Spiel, okay, das wir alle schon gespielt haben oder nur Panda? Oh, das ist das, oder ich frage mal anders, ist das ein Special-Interest-Spiel oder ist das was, was sehr bekannt ist, was man eigentlich kennen sollte? Also es haben auf jeden Fall 3 von 4 Leuten, die hier gerade sind, mindestens gespielt. Okay, also es geht um Warframe. Bin ich mir nicht sicher. Nein. Okay. Das ist ein bisschen zu leicht. Warum würde ich dann sagen, dass Panda das wüsste? Ja, ich weiß es nicht, weil du weird bist. Ja, aber Warframe ist nicht so meins. Also da bin ich dann doch weg. Wenn ich es gespielt habe. Davor. Hab ich den eigentlich noch? Oh ja. Das ist natürlich. Auch hier. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle schon das erste Mal beschweren. Das ist natürlich schwierig, wenn man das nur wissen kann, wenn man ein bestimmtes Spiel gespielt hat. Ihr müsst es ja nur ungefähr erraten. Also ich gebe euch durchaus da eine Menge Freiraum. Ihr seid ja schon recht nahe. Ihr wisst schon, dass es kein Singleplayer-Spiel ist und dass es generell ein Spiel ist. Und eine Technik ist, die man erlernen kann. Und 3 Personen haben es schon gespielt. Mindestens. Bei der 4. bin ich mir nicht sicher. Mindestens. Welche ist denn die 4. Person? Bin ich die vierte Person? Nein, Dennis ist die 4. Person. Dennis ist die 4. Okay, okay, ich bin raus. Ich trinke jetzt mal alkoholfreies Weizen mit Zitrone von Paulana. Sehr lecker. Es geht nicht um Path of Exile. Fuck. Es ist ein sehr beliebtes Spiel. Ein extrem beliebtes Spiel. BDSM, Spiel ist raus, oder? Ja, Chris. Spielt Jericho das Spiel? Ja. Das ist League of Legends. Ja. Oh, mein Lieblingsspiel. Okay. Was ist dein Lieblingsspiel? Ah, was ist das nochmal? Fragst du jetzt Jericho? Ist das eine universelle Technik in diesem Spiel? Oder ist es eher eine Charaktertechnik eines bestimmten? Nein, ist eine universelle Technik. Okay. Aber es können nur bestimmte Champions, oder? Nein, es ist eine universelle Technik. Das ist das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Genau. Okay. Also jeder Champion kann das, alles klar. Ist es einfach eine Art, um Projektilen auszuweichen? Nein. Naja, doch, auch. Doch, ich, dann finde ich, sollte ich den sagen, Punkt kriegen auch. Jetzt. Hat das was okay, mit den... Ich löse es auf. Ich lasse das von Dennis zählen. Das ist schon ziemlich nah. Dafür, dass Dennis das überhaupt nicht wissen kann, weil er der Einzige ist, der es überhaupt nicht gespielt hat. Glaube ich, oder? Hast du League gespielt? Nee, sind noch nicht eine Runde. Okay. So war mir eigentlich auch. Orb-Walking ist in League of Legends, wenn man quasi zwischen den Auto-Attacks, die der Charakter ausführt, sich bewegt. Man kann die Animation quasi canceln, also sobald der Schuss oder der Nahkampfangriff raus ist, muss man nicht warten, um irgendwie, dass das Schwert wieder weggesteckt ist oder die Waffe nachladen ist. Man kann einfach gehen. Und das macht man halt eben, um die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben, um unter anderem Angriffen auszuweichen. Herzlichen Glückwunsch. Leute, das heißt Orb-Walking? Ja, das nennt sich Orb-Walking. Oh,
Das wäre ja so im Grunde, als würdet ihr eine Tetris-Frage beantworten. Das ist ja richtig peinlich für euch alle jetzt. Naja, okay, also Yashi kann das nicht wissen. Da hat sie viel zu wenig LOL gespielt. Das ist wirklich deepes LOL-Wissen. Ja, aber also, ich wusste das jetzt auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, es ist sehr deepes LOL-Wissen. Und du musst vor allen Dingen auch wissen, dass es überhaupt so heißt. Weil, ja, aber könnt ihr nachschauen, gerne Orb-Walking. Genau, Click-Move, also den Angriff, Move, Angriff, Move, die ganze Zeit im Wechsel. Ja, nice. Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich gebe mein Bestes hier. Ein Punkt für Dennis. Easy. Ich dachte, du siehst meinen Lurk da. Oh, hallo Nero. Guten Nachmittag, liebe Geburtstagskinder. Oh, Rundas ist auch da. Rundas hätte das, glaube ich, auch gewusst. Also, ich weiß nicht, ob er sich noch dran erinnert hat, aber er wusste es zumindest mal. So, hätte das, okay. Also, er hätte das zu 100% gewusst. Panda, eine Zahl von 1 bis 9 außer die 7. 6. Okay. Penis. Entschuldigung. Wer oder was ist eine Scheinarchitektur? Eine Scheinarchitektur. Eine Scheinarchitektur, ja. Wie der Sonnenschein. Hat das was mit Halluzinationen zu tun? Hat das was mit was zu tun? Mit Halluzination? Ich glaube nicht. Schade. Aber das könnte ja auch alles zutreffen. Geht es um Gebäude? Ja, es geht um Gebäude. Ist es eine bestimmte Art? Ist es eine Art Stilrichtung in der Architektur? Nein. Okay. Sie, du musst auch raten. Ja, ich überlege gerade, wie ich meine Frage formuliere. Achso, irgendwas. Einfach irgendwas. Mit einem Fragezeichen am Ende. Der Stimme soll einfach hochgehen. Geht es um. Sehr gute Tipps. Was wie. Also analog zu einem Scheingewerbe. Also wenn man Architekten anfordert und den bezahlt, obwohl er gar keine Arbeit liefert, also so wie Geldwäsche? Oh, nein. Oh. Nein. Also gut, die Idee finde ich gut, die finde ich sehr gut. Ich schreibe die mal klug aus, aber nein. Ist damit ein Schein wie ein Fuffi gemeint oder Schein Englisch, sodass sie etwas scheint? Wie Sonnenschein. Ha! Hat aber nichts mit der Sonne zu tun. Hat es was mit der Außenfläche von Gebäuden zu tun? Wie die Oberfläche aber beschaffen ist? Es war der Schein, Moment, der Schein nicht hat... Soll ich auf die Fragen antworten oder nicht? Ja. Okay. Ja, es kann was mit der Oberfläche der Gebäude zu tun, aber muss nicht. Okay. Das hat mich jetzt verwirrt. Hat es was mit Raytracing zu tun? Nein. Schade. Ist es etwas Positives? Ich würde mal sagen, nein. Das ist aber jetzt schwer zu sagen, ob das positiv oder negativ ist. Das würde mit der Erklärung Sinn ergeben. Und diese Scheinarchitektur, findet die immer statt bei jedem Gebäude, sage ich jetzt mal, oder nur bei bestimmten Dingen? Nein, nur bei sehr bestimmten Gebäuden. Okay. Philo weiß es angeblich. Was war jetzt die Frage, was eine Scheinarchitektur ist oder wer das ist? Hat es was damit zu tun, dass man die Sonneneinstrahlung irgendwie leitet oder so in der Architektur? Also Licht? Nein, also nur auf so eine entfernteste Art und Weise, dass dir das nicht hilft, die Frage zu beantworten. Okay. Also sage ich nein. Hm. Nein, nein. Hat es was damit zu tun, die Sonneneinstrahlung mit einzubeziehen in die Architektur? Also quasi zu sagen, hier müssen mehr Fenster hin, weil wir da weniger Sonne haben? Nein. Ah. Ganz falsch. Ich finde, wollen wir es so machen, dass wir immer abwechselnd raten und solange wir ein Ja bekommen, dürfen wir weitermachen? Und wenn wir ein Nein kriegen, können wir auch machen, ja. Ich glaube, dann ist es besser, dann ist ausgeglichen. Dann dreht ihr ja immer die Frage, dann könnt ihr auch die Frage... Na gut, ja, können wir ruhig so machen. Dann ist jetzt Panda als nächstes dran. Ich habe tatsächlich gar keine Frage dazu. Dann ist Dennis dran. Nee, du musst eine Frage stellen, so geht das nicht. Ja, ich habe aber keine Frage dazu, Dennis.
Ich habe absolut keinen Plan, was das sein könnte. Es hat was mit Gebäuden zu tun. Hat es denn tatsächlich überhaupt irgendetwas mit der Sonne zu tun? Nein, habe ich aber gesagt vorhin. Achso, okay, da habe ich nicht aufgepasst. So Schein wie Sonnenschein hat aber nichts mit der Sonne zu tun. Okay. Also dann eher wie scheinbar. Also so tun, als ob. Ja, ja. Wir dürfen die nächste Frage stellen. Gib weiter. Nell im Hintergrund Panik, ja. Wird ein Gebäude zum Schein errichtet? Ich werde. Nein. So angetäuschtes Gebäude bauen. Das Gerüst ist der Turm. Das gibt's ja auch, aber nein. Hat das etwas mit Betrug zu tun? Ja, so ungefähr. Und ist das strafbar, wenn man feststellt, dass es sich um Scheinarchitektur handelt? Oder? Nee. Okay. Das ist mehr so ein moralischer Betrug. Hat das vielleicht auch was mit sich selber als Persönlichkeit zu tun? Wie meinst du das? Dass man eine andere Persönlichkeit aufbaut bei anderen oder vor anderen? Nein. Das ist ein ziemlicher Nischenbegriff. Eine andere Bezeichnung ist einleuchtender. Ja, aber es soll ja nicht einleuchtend sein, Philo. Das ist doch der Punkt. Sonst würden wir das ja nicht spielen. Yashi, du wärst jetzt dran. Yashi überlegt. Versuch das zusammenzubauen gerade. In meinem Kopf. Das die Scheinarchitektur. Konstruierst du die Scheinarchitektur? Das hat was mit Gebäuden zu tun, aber nicht mit Sonne. Also Yashi habe ich schon mal davon erzählt, aber das weiß die Untergarantie nicht mehr und ich habe auch nicht diesen Begriff verwendet. Okay. Toll. Aber das wollte ich mal gesagt haben. Super, also, danke. Also, dann würde ich mal fragen. Es hat was mit Gebäuden zu tun. Es ist moralisch nicht so toll. Ich fasse doch nur mal das so alles zusammen. Mensch, okay. Ja, ja, okay, friss mich nicht gleich auf. Ich wollte nur hier die Gesetze wahren, okay? Ich bin hangry, ja. Das ist ja nur ein Scheinquiz. Also hat es was mit Posertum zu tun? Also gibt man sich oder das Gebäude als etwas aus, was es nicht ist? Fast. Kann ich noch nicht ganz gelten lassen. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Das ist ein Ja und ich darf weiterfragen? Ja. Hat es damit zu tun, dass man etwas baut, nur zu dem Zweck, dass man das Grundstück irgendwie befüllt oder dass man etwas baut aus rechtlichen Gründen? Nein. Aber das Gebäude an sich hat gar keine richtige Funktion. Nein. Okay. Schade, das klang ziemlich schlau. Das gibt's auch. Aber... Nein, das ist tatsächlich nicht. Hier stehst du noch eine Frage. Sind das diese komischen Verhüllungsaktionen, wo dann irgendwelche Gebäude zugebaut, also mit irgendwas zugedeckt werden? Wenn es nicht erratet, geht der Punkt an mich übrigens. Wie geht denn der mit den meisten Punkten? Findet diese Scheinarchitektur hauptsächlich bei großen Gebäuden statt? Nee, Gebäudegröße ist eher irrelevant. Oh, ich habe noch eine Frage. Wait, wer ist die Frau neben Servi? Das kommt jetzt. Soll ich da so ein Teil drüber machen, dass das Yashi ist? Das ist Yashi, das ist Dennis gesehen. Da oben, der Herr Nett gemeint. Und die ätherische Stimme aus dem Nichts ist Panda. Die ätherische Stimme. Das ätherische Stimme steht da. Ich dachte, das wäre das Universum, das zu uns spricht. Ich frage mal ganz keck nach. Wird diese Scheinarchitektur beauftragt? Als das, was es ist. Nämlich als Scheinarchitektur. Du meinst, dass etwas beauftragt wird? Ist der Auftraggeber dieser Sache, die da konstruiert wird, sich darüber bewusst, dass es sich um Scheinarchitektur handelt? Oder dass es Scheinarchitektur beinhaltet? Okay. Ja.
Und der Auftraggeber hat die Entscheidung getroffen, das so zu machen und könnte sich aber auch dagegen entscheiden. Ja. Weil er einen Vorteil daraus hat. Das ist... Könnte man so sagen. Puh. Oh, was, ich hatte den Sound. Lukas macht Abo-Gönnung. Hey, Lukas, was geht ab? Lukas! Arbeitet man mit Scheinarchitektur, um Geld zu sparen? Ja. Oh, jetzt sind wir. Jetzt brennt es schon. Ich bin immer noch komplett ahnungslos. Hat es was mit den verwendeten Materialien zu tun? Unter anderem? Ist es, wenn dass die Außenhülle eines Gebäudes größer ist als das Gebäude, was da drin ist? Oder in irgendeiner Form prunkvoller oder ähnlich? So wie in einer Westernstadt, wo dann vorne diese coolen Häuser sind und hinten sind das nur so Bretterbuden. Weil da so einfach so Masken vorne vor den Häusern sind. Ich glaube, das würde ich mal als Antwort akzeptieren. Scheinarchitektur ist tatsächlich ein Vorgaukeln von Bauelementen, die gar nicht existieren. Ne? Also, dass du für einen bestimmten Blickpunkt irgendwie sowas wie ein Fenster hinmalst, das richtig schön schnörkelig und vergoldet ist, das ist aber nur aufgepinselt oder sonst irgendwas. Und das nennt sich Scheinarchitektur. Ah. Kennt ihr den Interview? Den Filminterview? Genau das doch, da sind doch dann zwei Typen. Ah, ich weiß mal, wie die Schauspieler heißen. Ist der mit Ben Affleck? Die sind nach Nordkorea geflogen und haben sich dann dort mit dem Präsident getroffen. Ah, das. Ja, ich erinnere mich. Und einer ging dann dort spazieren und hat dann herausgefunden, dass diese Supermärkte mit frischem Obst und allem drum und dran, dass das alles Fake ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Sehr guter Film. Dieses Prinzip, wo diese Straßenkunst, wo du quasi aus einem Blickpunkt, weil sie nicht eine Litfaßsäule siehst und dann 3 Meter weiter gehst, dann ist es nur so ein gezerrtes Bild. Das ist unter anderem Scheinarchitektur. Ah. Dennis 2, Yashi 0, Panda 0, Serbien 0. Dankeschön, Julia. Ja, Dennis, ja. Dennis räumt hier ganz schön ab. Noch nie guten Zoom-Spiel. I'm on fire, bitches. Ja, Dennis geht immer den ganzen Sachpreisen nach Hause heute, ne? Das ist krass. Oh. Ich will mir hinterher so was aussuchen aus so einem großen Pool von Preisen, wie beim Glücksrad damals. Das wäre schön. Die alle weniger als 2 Euro wert sind, natürlich. Aber du darfst dir was aussuchen. Ja, genau. So eine Klatschhand hätte ich gerne. So eine Gummiklatschhand. Oh. Ein feuchter Händedruck. Okay, Yashi, eine Zahl von 1 bis 9, außer 6 und 7. 3. Wer oder was ist Epitaxie? Das ist übrigens, ich verrate mir nichts. Yashi first. Die Epitaxie. Ich glaube, Annika googelt, Dennis glaube ich nicht. Das würde man hören. Also, Epi kenne ich als Vorsilbe für Dinge, die sich über längere Zeit generationsmäßig vererben, so wie Epigenetik, wenn Dinge passieren. Taxi ist bei mir von Taxidermie, wenn du Tiere ausstopfst. So, mehr kann ich gerade nicht in meinem Kopf zusammenbauen. Also, dass man Generationen von Tieren ausstopft, ist jetzt dein Vorschlag. Nein, oder über Generationen hinweg Tiere ausstopft. Okay, ist in beiden Fällen falsch. Ist in beiden Fällen auch und beunruhigend. Beunruhigend in erster Linie. Das ist der erste Gedanke gewesen, ne? Nee. Also Epitaxie. Epitaxie, okay. Epitaxie, ja. Hat das mit Medizin zu tun? Nein. Tico fragt also, Yashi, alles okay. Tico fragt. Ich mach's mal genauso wie Yashi. Ich versuche mir das mal herzuleiten. Epi kenne ich von Epilira. Das heißt, man entfernt sich Haare. Taxi ist ja klar, wenn man einfach nachts besoffen nach Hause will. Wie bringt man das jetzt zusammen? Ich bin schon sick. Ist das vielleicht, wenn so ein Taxiunternehmen eine kostenlose Rückenenthaarung anbietet, während man nach Hause gefahren wird? Es ist komisch, dass das irgendwie noch
realistischer ist als das, was Yashi vorgeschlagen hat. Hey! Aber nein, das ist auch. Ah, verdammt, ey! Also auf Ewigkeiten Generation ausstopfen, nein. Über Generation hinweg ausstopfen, nein. Und während dem Taxifahren den Rücken epiliert zu bekommen, auch nein. Okay, damit haben wir schon mal die wahrscheinlichsten Sachen ausgeschlossen. Ist nichts mehr übrig, ja. Aber ja, tatsächlich, Christina weiß es, das ist vielleicht ein Tipp für euch. Oh. Ich muss aber tatsächlich irgendwie noch an den Begriff Epidermis denken. Weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen der Epi. Epi ist das Epizentrum. Epilog. Epinephrin. Epi. Ist Epilog. Warum heißt Epilog Epilog? Was ist das Epi? Heißt es danach? Weil Epilog findet ja am Ende statt. Hat das Epi in dem Begriff mit damit zu tun, dass irgendetwas nach etwas stattfindet? Nein. Okay. Also ich weiß, wofür das Epi steht. Ja. Es gibt auch ein Epizentrum. Epi ist sehr, sehr schwer herauszufinden. Hilft es euch, wenn ich sage, dass es altgriechisch ist? Ja, klar. Okay, es ist altgriechisch. Nee. Das kommt aus dem Altgriechischen. Das ist kein lateinischer Wortstamm oder so, es ist altgriechisch. Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob das nicht das Gleiche ist, aber das frage ich jetzt mal nicht, weil es wahrscheinlich peinlich wäre. Okay. Epitaxi. Epilos Trafikos, Sohn griechischer Einwanderer in der zweiten Generation, fährt Taxi und dies sehr gut. Alter Chris, ne? Ich bin wohl dicht dran. Krass, ey. Du mitspielen, ich finde das sehr gut. Hat es mit Physik zu tun? Also. Und jetzt nicht im Sinne von, ja, alles hat mit Physik zu tun. Dann nicht, nein. Okay. Also, ja, nee, es hat nichts mit Physik zu tun. Okay. Hat es was mit Tanzen zu tun? Nein. Okay, für was interessiert sich Christina noch? Was macht Christina noch? Was hast du gefragt, Panda? Mit Essen? Ja, hat das was mit Essen zu tun? Hat es was mit Perlenkratzbildern zu tun? Perlenkratz. Naja, näher dran als tanzen. What? Also hat es was mit Kunst zu tun? Direkt. Oder mit kreativ sein? Nee. Hat es was mit Tieren zu tun? Nein. Yashi, jetzt komm doch mal weg von dem Ausstopfthema. Das ist gruselig. Ich würde es nicht sagen. Hat es was mit Kuscheltieren zu tun? Nein. Oh Gott. Generation von Kuscheltieren. Ich durfte der Kuscheltiergeneration. Mama, Susi hat ihr Auge verloren. Hat es denn im weitesten Sinne mit etwas zu tun, für das Christina sich stärker interessiert? Weil wir jetzt in die Richtung die ganze Zeit überlegen. Also es ist ein... Gebe ich euch noch einen härteren Tipp. Es ist ein... wisst ihr, was Christina eigentlich machen will, weswegen sie studiert? Also worauf sie sich spezialisieren möchte? Heckler und Koch. Ja, noch. Also genauer. Oh, Pommesproblem. An sich reißen. Okay, ihr wisst es nicht, oder? Kann ich euch leider nicht helfen. Nee. Mit Wissenschaft hat es nichts zu tun, haben wir gesagt, ne? Mit Wissenschaft hat es etwas zu tun. Okay, es hat etwas mit Wissenschaft zu tun. Aber es hat genauso viel mit Physik zu tun, wie mit einigen anderen Wissenschaften. So, es ist halt... Ist das eine wissenschaftliche Methode? Nein. Weil ist schwierig zu beantworten. Ich sag mal so vor halb Jahr. Also ist es etwas, was man in einem Versuch macht? Oder in einem, ja. Also ich weiß, Christina arbeitet mit Laser. Piu, 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 piu. Ja, aktuell. Piu, piu. Ja. Aber was ist eigentlich ihr... Eigentlich sollten die mein Forschungsgebiet kennen. Es tut mir so leid, Christina. Ich habe auch gedacht, dass das ein guter Tipp ist. Wobei, eigentlich hilft das auch nicht wirklich, selbst wenn man das kennt. Na, Christina schießt doch mit Lasern auf irgendwas, ne? Und misst dann irgendwie das Spektrum. Ja, aber warum? Was erforscht sie? Also, woran forscht sie? Das Universum. Das ist korrekt. Diese Stimme, die wir da mal hören. Genau, es hat... Universum, sag mal Piep. Piep.
Piep. Was hat Christina mit dir gemacht? Wo hat sie dich angepackt? Zeig sie mal in dieser Puppe. Ich hab mich gehauen. Verdammt, ich weiß es nicht. Ich weiß es aber, wirklich nicht. Ihr müsst euch jetzt auch mal einen Punkt erkämpfen, ne? Also ich halte mich jetzt mal dezent zurück hier. Soll ich es auflösen? Wir haben ja noch ein paar Begriffe. Nee, ich finde, da können wir ruhig noch ein bisschen hartnäckig bleiben. Also, Also, die Epitaxie ist etwas, was ich durchführe? Nicht wirklich. Okay. Ist es ein Zustand? Nein. Was kann es denn noch sein? Christina könnte zwei Methoden nennen, die aber nicht helfen würden. Sehr gut. Epitaxie. Also durchs Wort kommt ihr nicht drauf. Kannst du noch einen Tipp geben? Soll ich euch sagen, was das Wort bedeutet? Ja, mach doch. Also wofür Epi und Taxie steht? Bitte. Das ist altgriechisch für auf bzw. über und Ordnung bzw. Ausrichtung. Das hilft mir weiter. Das ist etwas Übergeordnetes. Not helpful. Hab ich Epitaxie? Ich hoffe nicht. Es ist keine Krankheit. Das ist korrekt. Hoffe ich. Okay, es ist keine Krankheit. Ganz gut. Kann man Epitaxie in einem... Kann man Epitaxie feststellen? Wie meinst du feststellen? Ist das messbar? Ja. Quasi. Ist es keine Beschaffenheit von irgendwas, hattest du gesagt, ne? Kein Zustand. Also nein. Kein Zustand. Nee. Also ist es etwas, was von irgendetwas beinhaltet wird. Ich habe keine Ahnung. Wissenschaft. Pff, braucht doch keiner. Oh. Christina, würdest du es als Zustand bezeichnen? Ich frage mal Christina. Vielleicht würde sie ja sagen, ob das ein Zustand ist oder nicht. Ich bin gerade unsicher, ob man das nicht im weiteren Sinne als Zustand bezeichnen könnte. Und noch ein kostenloser Tipp für euch. Ich habe gar keine Ahnung, in welche Richtung ich fragen soll. Kann ich einen Telefonjoker anrufen? Wenn du Christina anrufen willst, nein. Okay. In der Fachrichtung würde ich es nicht als Zustand bezeichnen. Okay. Und du bist mich auf der sicheren Seite. Aber Christina könnte uns doch auflösen, das Ganze. Wir können sie gerne auf. Ja, also wenn Christina ins Discord kommen möchte, sie kann das gerne erzählen, was das ist. Ich glaube, wir kriegen es nicht raus. Wir sind dumm. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ist es eventuell ein Schritt im Prozess? Nee. Schade. Ist es ein Abstand? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ist es ein Prozess? Du hast nicht im Großen und Ganzen. Nein, ich habe gefragt, ob es ein Schritt im Prozess ist. Ein Einzelschritt im Prozess. Ich frage jetzt, ob es ein ganzer Prozess ist. Sozusagen, ja. Ja. Hat es was mit Zeit zu tun? Ja. Ein bisschen. Hat es was mit Zeitabständen zu tun? Nee. Hat es was mit Temperaturen zu tun? Ich frage jetzt, ich knall die Fragen raus. Das müsste Christina beantworten. Vielleicht. Okay, wir brauchen Christina im Discord. Unser Showmaster ist komplett inkompetent.
Wir brauchen eine richtige Wissenschaftlerin hier. Christina, möchtest du es im Discord erklären? Dann komm gerne in den Warteraum, dann ziehe ich dich. Nein, das will ich nicht. Nein. Ja, also ich würde für meinen Teil aufgeben. Ich liege ja komfortabel in Führung. Also ich kann das natürlich nicht entscheiden, weil ich ja dann gewinne. Aber ich weiß nicht, was die Ladies sagen. Anayashi, ihr habt noch die Wahl. Yashi, keine Ahnung. Anda? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich kann es gerade nicht mehr zuordnen. Bekomme ich den Punkt von mir aus? Der bringt ja nicht viel, aber klar, von mir aus. Ich finde das Konzept, dass du auch Punkte kriegen kannst, übrigens komplett falsch, Sergio. Nee, ist auch totaler Quatsch. Es war nur so eine Drohung. Also, das war eine Drohung. Normalerweise kriegen ja dann die Leute, die das Wort eingereicht haben, 500 Euro. Also ihr schuldet mir jetzt 500 Euro. Klar, natürlich. Ich, es gibt 1000 von dir. PayPal, okay. Nee. Die Leute machen das ja nur aus... Ich gebe einfach einen Punkt zurück, okay? Dann liege ich immer noch in Führung. Das ist einfacher Community-Liebe. Also, Epitaxie ist eine Form des Kristallwachstums, die sowohl natürlich auftreten kann, als auch künstlich erzeugt werden kann. Und es ist eine Art des Wachstums, bei der ein Kristall auf einem anderen Kristall wächst. Und das ist vor allen Dingen wichtig in der Mikrotechnik und der Halbleiter-Technik. Das ist Halbleiter, wäre das Stichwort gewesen. Das ist nämlich Christinas Forschungsgebiet. Also es geht darum, Kristalle wachsen zu lassen. Genau. Also dass sie auf eine bestimmte Art wachsen. Dass sie halt auf einem anderen Kristallsubstrat wachsen. Okay. Nie drauf gekommen. Wäre ich nie drauf gekommen. Mm-mm. Im Fernsehen haben die mal lustigere Fragen. Ja. Ja. Wir haben noch ein paar. Ich meine, die habt ihr euch ausgesucht bis jetzt. Ah, ja, das war knackig. Das war sehr, sehr schwer. Ja, ist auch einer der schwersten. Weil die. Wie man damit gar nichts. Da muss man schon sehr spezifisch fragen, um irgendwann bei Kristallen zu landen. Okay. Mm. Ja, also es ist eine Art des Kristallwachstums, das halt wichtig ist, auf unter anderem für Lithografie, also um jetzt so Chips und sowas zu bauen. Okay. Also Computerchips. Das werde ich nie wieder vergessen. Das will ich hoffen. Und das Rückenenthaarungstaxi auch nicht. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Das Rückenenthaarungstaxi, das wird für mich immer noch das Epitaxi bleiben. Ich werde das bei Wikipedia einreichen, dass sie das nachbessern. Das ist eine Marktlücke. Ja. Falls ihr damit Millionär werdet, gebt mir einfach ein bisschen was ab. Einfach ein bisschen, okay? Ein bisschen. Ein bisschen. Moppe, Haffpe und Spattern. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber die Wörter, das wäre ja noch, keine Ahnung, Mutter gewesen. Ich verstehe nur Bahnhöfe. Sie hätte sich verschrieben. Ich habe gedacht, Christine hat sich verschrieben und wollte Move, Hype und keine Ahnung, was das ist. Ich ja, auch. Spattern ist, wenn man mit Butter spankt. So klar. Ah. Ja, okay. Schönes bisschen gespattert werden. Der steht da nicht drauf. Dennis, du darfst dir gerne die nächste Frage aussuchen. Das nächste Wort aussuchen. Fünf. Zwischen 1 und 9. 5. Wer oder danke, was? Dennis. Wer oder was ist ein Totalisator? Ist das was aus einem Arnold Schwarzenegger-Film? Nein. Okay. Moment, ich habe das Wort nicht verstanden. Lilly hat gerade einen Husternfall. Ich bin gleich nochmal da. Hast du eine Frage? Wörter? Komplizierte Wörter. Hat es was mit dem Wort Totalschaden zu tun? Nö, nicht wirklich. Ja, nee, nicht wirklich. Ist ein Totalisator etwas, was in der realen Welt existiert als Ding? Ja. Das kann man anpacken. Du kannst es bei der grabben, ja. Okay. Ist das was Cooles? Komme ich dabei gut an bei den Girls, wenn ich sowas hab? Ich glaube nicht. Okay. Nein. Der Totalisator klingt sehr hype, aber ich glaube, Mädels wirst du damit nicht kriegen. Okay.
Gibt es eine bestimmte Branche, die sich mit diesem Totalisator beschäftigt? Ja. Okay. Hat es was mit Versicherungen zu tun? Nee, nicht direkt. Ich frag lieber nochmal. Hat auch nichts mit ausgestopften Tieren zu tun. Ist das ein Werkzeug, das in einer bestimmten Industrie genutzt wird? Ja, quasi. Hat es was mit Musik zu tun oder Audioproduktion? Nein. Klingt wie der Name von einem Pornodarsteller. Totalisator? Hm. Ja, vielleicht, ne? You got totaled! Irgendwie so. Hat es was mit einem Handwerk zu tun? Nicht wirklich. Kennt es irgendwer aus dem Chat? Würde mich mal interessieren. Ich glaube nicht, dass das jemand kennt. Ohne googeln. Handelt es sich um eine Maschine? Quasi, ja. Ja, ja, ist eine Maschine. Ist diese Maschine größer als ein Kleinwagen? Keine Ahnung. Ist nicht wichtig. Also ich denke mal nicht. Nein, sie ist nicht kleiner als, nicht größer als ein Kleinwagen. Kann diese... Okay. Kann man die einfach so an sich tragen? Oder ist das... Also, eine Oder-Frage darf ich nicht stellen. Ist die klein genug, dass ich sie bei mir tragen kann, diese Maschine? Ich muss mir irgendwas vorstellen ich sage, können. Ich gebe es mal einen kleinen Tipp mit. Mittlerweile wahrscheinlich schon, ja. Okay. So, was habe ich verpasst? Es handelt sich um eine Maschine und sie ist nicht größer als ein Kleinwagen und man kann sie mittlerweile eventuell bei sich tragen. Und um was ist das Wort? Totalisator. Totalisator. Der Totalisator. Und es ist nichts aus dem Arnold Schwarzenegger-Film und kein Pornodarsteller. Das haben wir auch schon festgestellt. Moment, kein Pornodarsteller habt ihr nicht festgestellt. Das hat Julia in den Raum geworfen. Ist es ein Pornodarsteller? Leider nicht. Obwohl, ich weiß nicht, habe ich nicht recherchiert. Also es ist eine Maschine, aber, die man tragen kann. Es ist also ein tragbares Gerät. Da wird Zerbion sehr unspezifisch. Das scheint irgendwie so ein bisschen komisch zu sein. Ja, es ist ein bisschen komisch. Es gibt keinen Grund, warum man es mitnehmen sollte. Ist es mal so. Ein Bürogerät? Also was in Büros normalerweise? Ja. Oh, mein Chris Q ist im Chat und fragt, hat es was mit Sportwetten zu tun? Chris Q, bitte Ruhe. Das ist nämlich korrekt. Hat was mit Sportwetten zu tun. Ich verraten bitte. Was für ein Spoiler, ey. Kommt hier einfach reingedroppt alle anderthalb Jahre mal und verdirbt uns allen den Spaß. Du hast ihm doch gerade eine Nachricht geschickt, ne? Ich google das mal. Hab mal eine Info im Chat. Ich tu so, als wäre das... Warte mal, total im Sinne von zusammenrechnen. Eine Summe zusammenrechnen. Wir wissen noch nicht genau, was das ist. Ja. Ja. Geht um das Zusammenrechnen von etwas. Also sowas wie eine Kasse. Ein Taschenrechner? Nein, ist kein Taschenrechner. Schreibmaschine? Nein. Schade. Hat es was mit Statistiken zu tun? Ja. Also, ist es einfach ein Computer? Nein. Okay. Ich bin nicht dran. Ich hab so viele Fragen. Und Christina hasst niemand, Statistik, okay. Wenn jemand anders irgendwas sagt, kannst du einfach deine Frage stellen. Also näher kommst du dem Ziel. Also rechnet der Totalisator etwas aus? Ja. Berechnet er Statistiken? Könnte man so sagen. Wie genau willst du es noch haben? Der Totalisator ist eine Maschine, die Statistiken berechnet. Nee, also
Er macht, also er berechnet etwas mit Hilfe von Statistiken. Er berechnet Wahrscheinlichkeiten. Nee. Oh, hat es was mit Quoten zu tun? Berechnet der Quoten? Ich lasse das durchgehen, ja. Drei Punkte! Borussia Dortmund! Schalalalala. Bisschen Backseat-Hilfe von Chris Q. Aber das ist schon in Ordnung. Es handelt sich beim Totalisator tatsächlich um ein mechanisches Gerät, das die Gewinnhöhe bei Wetten von Pferderennen bestimmt. Ja? Und das wird mittlerweile auch bei so Lotto und Toto und so angewendet, um halt die Gewinnhöhe zu berechnen. Und es wurde komischerweise von einem Pariser Chemiker bzw. Parfümhändler entwickelt. Erdacht. Okay. Keine Ahnung. Guck mal, jetzt schreibt Chris in den Chat, naja, war ja jetzt auch ein bisschen geholfen. Also erstmal möchte ich sagen, du bist derjenige, der geholfen hat. Also vielleicht mal nicht so die Klappe aufreißen. Und aber du hast natürlich recht, ich möchte diesen Punkt der deutschen Physikerhilfe stiften. Also ich gebe den Punkt gerne weiter. Ich habe ja schon zwei. Paul wird sich freuen. Wunderbar, wunderbar. Hey, aber geschafft, immerhin. Und war auch kein allzu leichtes Wort. Naja. Aber ihr habt gut zusammengearbeitet, finde ich. Ne? Hier sind so ein paar Dinge zusammengekommen, die durchaus geholfen haben. Hey, und der Tipp von ist natürlich. Ja. Der war ausschlaggebend. Okay. Eine Zahl von 1 bis 9, Panda. Außer. Nicht 3, nicht 5, nicht 6, nicht 7. Dann nehmen wir die 1. Wer oder was ist ultramontan? Bitte war Ultramas? Ultramontan? Ja, wer ich oder was erst ist Ultramonte Ultramontan? Verstanden. Ich wollte fragen, ist das ein Streamer? Ist das die dritte Entwicklungsform von Montana Streamer. Black? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ultramontan. Ich bin Ultramontan. Das glaube ich nicht. Also ultra spontan, okay. Aber ultramontan? Was ist montan? Naja, ultra können wir aber, glaube ich, beiseite legen. Ist halt einfach nur eine Steigerung davon anscheinend. Lateinisch ist das. Danke. Bitte. Ich fühle mich benachteiligt. Ich hatte nie Latein. Ich auch nicht. Möchte dir Fragen stellen? Also ich will nicht die ganze Zeit immer dazwischen quatschen. Zwischen eure... Ihr müsst einfach mal ein paar wilde Thesen aufstellen. Weil, ich möchte euch ja auch Raum geben, deswegen halt die Fresse, aber ich sitze hier auf heißen Kohlen. Ist ultramontan ein Zustand? Au. Ich würde sagen, nein. Hat es was mit Bergen zu tun? Ja. Ja. Hat es was mit großen Bergen zu tun? Ja. Bezeichnet okay. Das einfach extreme Höhen? Nein. Fuck. Scheiße! Ich darf mich aber ärgern. Okay. Ich finde immer schön, dass du mir sofort direkt... Ist das eine bestimmte Schicht eines Gebirges? Sowas wie eine Gesteinsschicht? Nein. Ich hab's gerade gegoogelt, in was zur Hölle? Ja. Bist du jetzt schlauer, Erik, als vorher? Moment. Wissen, was du definitiv noch brauchen wirst. Kommt das montan von Mountain, weil es mit Bergen zu tun hat? Hat es damit. Ja, andersrum, aber ja. Ultrabergig. Montan ist das lateinische Begriff für Berg oder Berge. Okay. Ja, da habe ich nicht aufgepasst in der Schule. Ist der Grand Canyon ultramontan? Das ergibt keinen Sinn. Wenn man weiß, was ultramontan ist, also sag ich mal nein. Hat es was mit einer Kategorisierung von Bergen zu tun? Nein. Ultrabergig, nein. Geht es eher um die Menge von Bergen statt der Höhe? Nein. Geht es um die Farbe? Nein.
Aber wenn ihr in der Geschwindigkeit weitermacht, habt ihr es bald. Ihr müsst einfach nur alle Sachen, die es eventuell sein könnten, durchtesten. Geht es darum, wie Berge riechen? Nein. Geht es um Bergsteiger? Nein. Geht es um den Trog auf der Spitze des Berges? Nein. Ich hab gerade gegoogelt und das Wort ist auch doppeldeutig. Was? Geht es um Orte? Ich besser nicht hier. Also Orte auf Bergen, an Bergen, in der Nähe von? Ja, nee. Nee. Hatten wir schon die haben wir schon gefragt, ist das denn ein Zustand von etwas? Kann etwas ultramontan sein? Nein. Okay. Das hatten wir schon und nein. Es ist nicht wirklich ein Zustand. Ja, das habe ich ja vorhin gefragt, ob es ein Zustand ist. Ist es übrigens sehr schwer. Ultra. Also ihr müsst einfach mal irgendwelche wilden Theorien aufsetzen. Hat es was mit die dem kleinste Klima? Zahl ist das schwerste Wort. Hat es was mit Klima zu tun? Nein. Uff. Da soll eine Doppeldeutigkeit vorliegen. Okay, Erik, wenn Sie das zweitmögliche Wort zufällig erraten, dann kannst du gerne schreien. Also es ist kein Zustand. Aber was kannst du... Aber es beschreibt etwas. Das Wort ultramontan beschreibt etwas zum Thema Berg. Oder Gebirge. Es beschreibt etwas, ja. Aber es hat was mit großen Bergen zu tun, ja. Hat es etwas damit zu tun, wo Berge stehen? Nein. Geht es vielleicht um die Zusammenhänge einzelner, eines Gebirges, also mehrerer Berge? Du meinst so eine Gebirgskette? Ja, zum Beispiel. Nee. Hat es was mit dem Meeresspiegel zu tun? Nee, nicht wirklich. Sehr weit weg. Beschreibt es eher Landmassen, die sehr viele Berge oder einen Berg haben? Also ist es nicht der Berg selbst, sondern eher die Landmasse? Eine Insel, die viele Berge hat, ist ultramontan? Nein. Schade. Eine Insel mit zwei Bergen ist ultramontan. Dieses Ultramontan, über das wir sprechen, findet das grundsätzlich dort statt, wo Berge sind? Oder Nein. ist das ein... Also okay, das trifft nur auf bestimmte. Also, ich gebe euch einen Tipp. Es hat was mit einem bzw. mehreren großen Bergen zu tun, aber da hört auch schon die Relation mit Bergen auf. Also es hat dann nichts im Prinzip mit der Landmasse Berg zu tun. Außer, dass es den Namen verleiht, ja. Also kann ich davon ausgehen, dass es eventuell um steigende oder fallende Kurven geht? Juhu! Also, in Statistik meine ich jetzt. Ich kenne die zweite... Ach so. Nee, das ist langweilig. Nee. Also ich muss mir gar nicht weiter um Berge Gedanken machen. Ich sehe nämlich die ganze Zeit Berge. Das ist die ganz falsche Richtung, die ihr denkt. Cool. Also, ne, wie gesagt, es hat was mit ein paar Bergen zu tun, aber nicht, wie ihr jetzt gerade denkt. Geht es eher um Grafen, also die zum gedacht. Beispiel sehr hochschnellen und dann wieder runtergehen, also bergig aussehen? Nein, überhaupt nicht. Ah, guter Gedanke, Yashi. Also mit Aktienkursen hat es dann auch nichts zu tun, schade. War gut, ja. Aber es ist sehr weit weg. Sehr weit weg. Es ist sehr weit weg. Okay. Also handelt es sich im weitesten Sinne um Messergebnisse? Nein, es ist auch sehr weit weg. Okay. Geht es denn generell um die Form? Also es geht sehr steil hoch, dann eventuell ein bisschen runter und wieder... Nein. Nope. Alter, du hast aber auch dafür ein paar Begriffe ausgesucht, ey. Ja, furchtbar. Nicht mal was Leichtes. Hugo Egon Balder fragt dann immer so Sachen wie, was ist ein Wurstlappen? Und dann weiß ich nicht. Ultramontan, ey. Aber komm, Scheinarchitektur. Hallo? Oh, Scheinarchitektur war auch, ey. Die Scheinarchitektur fand ich gut, tatsächlich. Das ist so.
Diesmal suche ich leichtere Begriffe raus. Ich dachte, ihr seid halt die totalen Pros. Und wir, ich hatte Angst, dass wir in so 20 Minuten fertig sind. Das war bei unserer Wer wird Millionär-Geschichte auch immer so, dass man viel zu schwere Fragen sich rausgesucht hat. Weil man immer davon ausgeht, ja, das weiß doch jeder. Hättest du jetzt irgendwas rausgesucht mit Mountain Blake oder sowas, wo ich hier wenigstens halbwegs drin bin? Ich glaube, ultramontan. Ich glaube, zwei Wörter von den neun Wörtern hätte ich vielleicht, also eins hätte ich aus dem Stegreif gewusst und ein zweites vielleicht noch herausgefunden, aber hallo Ren. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Ren. Die Pizzen zählen heute nicht mit, aber die Upgrades, die du einlöst, die zählen. Die zählen dann beim nächsten Mal weiter. Soll ich es auflösen? Dann können wir vielleicht noch einen Begriff machen. Ja. Ja. Ich habe zwei Jahre, höre ich noch ein drittes Jahr? Stell ruhig noch eine Frage. Soll ich noch einen krassen Tipp geben? Ja. Bitte. Ultramontan, lateinisch für jenseits der Berge. Brenn! Bitte, mir geht die Zeit aus. Also wir machen das noch so ungefähr 10, 15 Minuten und dann gehen wir zum nächsten Programmpunkt über. Dann gibt es erstmal ein Giveaway. Oui. Ich hab keine Ahnung. Nö. Nee, keine Ahnung. Also absolut nicht. Dann löse ich es jetzt auf. Also, jenseits der Berge, damals sind die Alpen gemeint. Und jenseits der Alpen liegt aus zumindest deutschsprachigen Ländern der Hinsicht der Vatikan. Das ist quasi die katholische Einstellung, dem päpstlichen Kurie zu folgen. Was? Ich hab's jetzt, wo du es gesagt hast, nicht mal verstanden. Ich hab's nicht mal verstanden. Serbian, was ist eigentlich los mit dir? Wie kommst du auf die Idee, dass das ein guter Begriff ist für so eine lustige Runde? Du merkst, wie wütend wir alle sind, ne? Okay, also man hätte es schaffen können, finde ich. Du nimmst irgendwas, was mit... Nee. Schluss! Aus! Das Jahr ist gecancelt! Wir hängen doch nicht noch eins dran! Leute. Ich bin sowas von nicht irgendeiner Weise ultramontan oder so. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, was das Wort bedeutet. Ich bin richtig wütend. Panda, du hast also jedes Recht, wütend zu sein. Ich geh was anzünden, Mann! Wenn man sich katholisch gesehen an das katholische Oberhaupt jenseits der Berge, der Alpen hält, also dem Vatikan, dann ist diese Haltung ultramontan. Das hätte man hinkriegen können. Wow, okay. Ich bin evangelisch! Ich hab davon noch nie was gehört! Der Papst ist für mich ein alter Typ in einer weißen Robe! Panda, atmen! Ich mache mir Sorgen um dich. Panda? Atmen, bitte. Ein- und ausatmen. Also ultramontan ist im Endeffekt, wenn man den katholischen Regeln folgt. Also päpstlicher ist als der Papst, könnte man sagen. Ja, wenn man halt wirklich dem Vatikan, also dem päpstlichen Regeln folgt. Die sind ja durchaus ein bisschen unterschiedlich manchmal. Also man halt nicht sein eigenes Süppchen kocht. Ah, okay. Ja. Aha. Also da wäre ich jetzt auch innerhalb von drei Fragen drauf gekommen. Ja. Doch, ihr wart schon nah dran. Easy peasy. Das mit dem Berg von Yashi war übrigens sehr gut, das zu didakten, aber dann habt ihr euch so auf das Bergthema versteift. Naja. Ich habe ja noch von einer Berggruppe gesprochen. Hätte ich gefragt, also, sind es die Alpen? Also von... Yashi hat gefragt, ob es um einen großen Berg geht. Und ja, es geht um große Berge. Habe ich ja gesagt. Heieiei. Hast du vielleicht noch einen einfachen? Ja, komm, nimm mal noch etwas Einfaches, dass vielleicht Yashi oder ich noch einen Punkt bekommen. Was ist ein Göffel oder sowas? Ein Göffel. Ich nehme mal einen Begriff aus dem Gaming-Bereich. Wer oder was ist eine Plateau-Lizenz? Go. Eine Plateau-Lizenz? Ja. Hat das was mit Warframe zu tun? Nein. Hat es was von Mengen an Lizenzen zu tun, die man nutzt in einem Unternehmen für irgendeine Software? Nein.
Also Plateau heißt ja für mich Plateau. Das Plateaut. Versteht ihr? Du kannst nur ein paar Mal sagen, das Wort. Plateau. So wie bei Zelda, das Plateau am Anfang. Plateau. Ja. Das Flach. Das ist ein Plateau. Das heißt, eine flache Lizenz. Eine flache Lizenz. Plateau? Plateau. Versteht ihr? Versteht ihr, wovon ich spreche? Jetzt hab ich wieder das Meme im Kopf mit dem Croissant. Hat es was, also kann eine Software auch als Plateau-Lizenz erworben werden quasi oder mit einer Plateau-Lizenz betrieben werden? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also es hat auf jeden Fall was mit Gaming zu tun, okay. Ja, ja, ja. Ist das eine Spielemechanik? Quasi, ja. Ah, okay. Es ist eine Spielemechanik. Hat das was mit einer bestimmten Engine zu tun? Oder mit Engine-Technik? Nein. Okay. Also es ist auch nicht auf einzelne Engines beschränkt, oder? Das kann dann zum Beispiel auf der Unreal oder auf Unity oder was der Geier. Ja, das ist jetzt, geht in die falsche Richtung. Okay, dann gehe ich da wieder weg. Flauschi freut sich, Flauschi weiß, was es ist. Flauschi könnte es kennen. Findet das in einem bestimmten Spiel statt? Ja. Stardew Valley? Nein. Findet das in mehreren Spielen statt? Ich glaube nicht. Okay. Also es geht um ein bestimmtes Spiel. Ja. Dieser Begriff kommt in dem Spiel vor. Ja. Ist es aus Pokémon? Nein. Und aus Animal Crossing oder so? Ja. Ah, ich weiß, was es ist. Es ist die Plateau-Lizenz. Ist die Lizenz. Nee, alles gut. Ich habe keine Ahnung von Animal Crossing. Achso, ja, dann leg los. Was ist. Die Plateau-Lizenz kannst du erwerben, damit du in Animal Crossing auf deiner Insel Plateaus bauen kannst. Erhöhungen, Berge etc. pp. Das lass ich durchgehen, genau, ja. Das ist eine Plateau-Lizenz. Da kann man dann, ich habe Tränen im Auge, Panda. Ich habe 140 Stunden in dem Spiel. Nicht schlecht. Nicht eingefallen. Ja, das ist die Fähigkeit, dass man Plateaus auf seiner eigenen Insel bearbeiten kann. Dass man sich kaufen kann. Das ist die Plateau-Lizenz. Ja, guck mal, geht doch. Nicht, wir müssen nicht mal über den Vatikan sprechen. Ah, jenseits der Berge. Das wäre eine angemessene Entschuldigung zu dem Ultramontan. Ultramontan. Ich habe tatsächlich eher gedacht, dass du auf Orbwalking kommst, Panda. Gedacht hab, dass du da so viel... Hab ich nie gehört. Ich gehe mal gleich Jericho fragen, ob der weiß, was das ist. Der kennt das bestimmt. Moment, ich gehe mal fragen. Oh, ich hoffe, das hört man im Hintergrund. Und Flauschi, hast du es auch gewusst? Hat es noch irgendwer gewusst, außer jetzt Anna, die jetzt drauf gekommen ist? Und weg ist sie, ja. Was habe ich gewonnen, möchte ich fragen. Ich guck mal, wie viele... Ich hätte noch 3 Wörter. Eins davon... Ich kann jetzt ja sagen, was es ist, ne? Ja. Weil ich glaube, noch eins haben wir nicht mehr. Eins davon wäre der Orion-Wagen gewesen. Wollt ihr ganz kurz, bis Anna wieder da ist, ganz grob überlegen, was das sein könnte? Na klar, das ist, wenn man sich Sexspielzeug bestellt, ist das der Lieferwagen, der das bringt. Genau, das ist der Spezialwagen von DHL für die Orion-Auslieferungen. Ja. Weißt du, warum, wenn ich Orion höre, muss ich an das Sternenbild denken? Ja. Das sieht man aber in der Herbst- und Winterzeit. Aber der Wagen ist ja ein eigenes Sternbild. Ein deutscher experimenteller Schwerpanzer aus dem Ersten Weltkrieg. The fuck? Was stimmt mit dir nicht? Was ist falsch mit dir? Es müssen Sachen sein, die man nicht aus dem... Nein, ein Prototyp. Prototyp? Der ist nicht in große Produktion gegangen. Der wurde nur auf dem Mainzer irgendwas vorgestellt. 1917 oder so. Nein, Jericho wusste nicht, was Orbwalking ist. Er hat es auch schon mal gehört und hat mich nur so angeguckt, so, was willst du von mir? Mich scheinen lassen. Ich finde es gut, dass ich das erraten habe. Als Einziger, der das Spiel noch nie gespielt hat. Mm, also dafür nur mal GG, Dennis. Oh, das hätte Panda vielleicht auch wissen können. Was ist Chaos-Impfung? Eine was? Chaos-Impfung. Chaos-Impfung? Ich weiß nicht, momentan mit Chaos muss ich immer an Path of Exile denken. Ja, das wäre richtig gedacht.
Wenn du so ein paar Spritzen in so eine Gruppe von Corona-Gegnern. Oh Gott, oh Gott. Ihr habt keine Ahnung, als ich das Wort gecheckt habe, ob das Zweideutigkeiten hat. Wenn du eine Judo-Rolle am Kotti machst und dann den ganzen Rücken voller Spritzen hast. Die Chaos-Impfung zwischen 2020 und 2021. Ich hab irgendwie 2 Einträge zu Path of Exile gehabt, die das zu dem Richtigen führen und irgendwie 50 Einträge zu, warum bei Corona-Impfungen jetzt so alles chaotisch ist und so. Oh. Willkommen in Serbion Reality-Check. Serbion in verschiedenen Telegram-Gruppen mittlerweile aktiv. Aber der Wendler ist nicht halt aktiv, so eine charismatische Person. So, Panna, erzähl mal, was ist das jetzt? Chaos-Impfung ist, du kannst Gegenstände in Path of Exile mit Chaos infusen, oder? Das ist nicht Chaos-Impfung. Impfung, Panda. Das, den englischen Begriff kennst du sicherlich. Komm mit dem Klippen nicht mehr nach. Chaos-Orbs, das sind keine Chaos-Orbs. Du müsstest es auch gerne rennen. Und hallo Abu, wenn du da bist. Ich habe gerade Orion. Wie das Sternbild. Googelt und da kam nur Volkswagen. Ja, das ist aber ziemlich korrekt. Die haben den gebaut, oder was? Nee, aber das ist ja da so ein bisschen, hat sich ja so ein bisschen alles verwandelt und ist dann jetzt irgendwann Volkswagen geworden. Okay. Ja, schön. Na gut, okay, es wäre Chaos Inoculation gewesen, Panda. Das ist das, wenn man immun gegen Chaos-Schaden ist. Ah, oh Gott. Ja, okay. Darauf ich habe einen Charakter gespielt, der darauf basiert. Ich habe eigentlich gedacht, dass du die alle kennst und die anderen Leute dann nur mal zwischendurch was sagen lässt. Du bist doch hier die Schlauste. Das Schlimme ist, ich habe jetzt auch gerade Chaos Vaccination gegoogelt und es ist schlimm. Ja, ne? es ist schlimm. Tut es sich, Leute, das ist halt gut. Jetzt ein Warframe Farch. Frage für Yashi. Bitte nicht. Falsch. Also das Problem ist, Yashi wüsste ja fast alles aus Warframe. Und das wäre auch zu offensichtlich gewesen, wenn ich was aus Warframe genommen hätte. Das letzte Wort wäre übrigens Akkos Konfekt gewesen. Irgendwas mit Konfekt. Klingt köstlich. Akkos Konfekt. Kannst du das mal aufschreiben? Akkos, also A-K-O-S. Und dann Konfekt. Ist es was zum Essen? Ja. Ist es Konfekt? Ist es ein Gebäck? Es ist Konfekt. Ist es ein Gebäck? Also gebäckartig? Nein, es ist eine Süßigkeit. Konfekt halt. Ist eine Süßigkeit, okay. Mamma mia! Akkus-Konfekt. Ich glaube, wir müssen gleich mal... Ja. Zum nächsten Programmpunkt also wechseln. Es wäre ein Item aus Sekiro gewesen. Okay, krass. Ich habe Sekiro leider nicht so weit gespielt. Ich habe Sekiro nie gesehen. Das ist ja der Punkt. Gesehen. Du musst ja was nehmen, was ihr nicht kennt. Sebi hat mich nicht lieb. So. Ach, das ist Lügen. Genau, Yashi. Lügen. Okay. Verbreitet die Botschaft. Leute, wir haben ein paar Giveaways vorbereitet. Die Frage ist, wie wir die jetzt verteilen. Anda, hattest du noch welche reingepackt, Keys? Ansonsten haben wir, glaube ich, 3. Nee, bin ich leider überhaupt nicht mehr dazu gekommen. Leider. Kann ich nochmal nachreichen. Bis nächste Mal. Dann ist jetzt die Frage, ob wir das bei Dennis machen, das Giveaway, oder hier? Mach bei dir. Alles das gut. Was, glaube ich, über den Chat ein bisschen tricky ist. Dann mache ich das jetzt mal ganz kurz hier. Na, eine Sekunde. Ich höre gespannt. Erzählt er währenddessen schon mal, wie schlimm ihr das gerade mit den Wörtern fandet. Ganz schlimm. Ganz ich schlimm. Ich finde dich schlimm gerade. Ja. Ich fand das ein bisschen ultramontan von dir, wie du da vorgegangen bist. Bei der Wörtersuche. Auch nicht schlimmer als die Dokus von Panda. Welch eine Scheinarchitektur. Ja. Total Time. 3 Minuten. 5 Minuten reichen. Dann können die Leute, die auf Klo sind, nochmal vorbeikommen. Aber so wie ich abgeräumt habe, war ich der Totalisator. So. Ja, genau. Es war ein sehr, sehr, sehr bergiges Genial daneben. Ein ultrabergiges Genial daneben. Guckt ihr heute den ESC? Nein. Nein. Also. Okay, cooles Gespräch. Danke, ciao. Bye. Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, in den letzten Jahren sehr Interesse am ESC verloren, weil die deutschen Einträge alle so peinlich waren. Ja. Naja, aber das gehört ja so mit dazu, so ein bisschen, dass das peinlich ist. Ne? Das ist ja Teil der Show. Und für mich ist es auch irgendwie, wenn Deutschland Punkte kriegt, ist es immer ein Stich ins Herz. Ich will das nicht.
Ich kenne das, mittlerweile so. Germany, 0 Punkte. Das ist in Ordnung, das muss so sein. Wait, ESC schon heute? Aus irgendeinem Grund sind wir nicht so sonderlich beliebt hier im Ausland, glaube ich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Kann man erstmal nicht erklären. So, als allererstes, das erste Giveaway. Es gibt noch zwei spätere Giveaways nach den nächsten zwei Programmpunkten. Beziehungsweise, Dennis, von mir kannst du auch eins machen. Dann machen wir das jetzt am Ende keins mehr, sondern nur noch nach unserem nächsten Punkt noch eins. Muss ich dafür irgendwas können? Du hast ja Mixed Up. Ne? Ja. In Mixed Up gibt es einen Programmpunkt, der nennt sich Giveaway. Ja, vergiss es, mach du das lieber. Okay. Also. Okay. Wir verlosen jetzt einen Steam-Key für The Long Dark. Das ist ein Survival-Game, das Yashi ganz am Anfang mal gespielt hat, als sie angefangen haben mit ihren Gaming-Streams. Einige von euch kennen das wahrscheinlich auch. Und ein sehr cooles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Und müsst natürlich einen Steam-Account besitzen. Aber ihr kriegt das hin. Ja? So, das Giveaway startet jetzt. Ihr könnt Ausrufezeichen Jubiläum eingeben, um The Long Dark, einen Key für Long Dark zu gewinnen. Ich habe 5 Minuten Zeit. Währenddessen quatschen wir ein bisschen. Steam? Ja, für Steam ist der. Genau, mit Ausrufezeichen Jubiläum macht ihr beim Giveaway mit. Wenn es nicht geklappt hat, einfach kurz warten und nochmal eingeben. Ich glaube, ich habe keine Voraussetzungen reingemacht. Das heißt, jeder kann mitmachen. In der Zeit kann ich ja mal fragen, Serbian, wie gefällt dir das neue Zelda? Sehr gut, muss ich sagen. Ich habe sehr gut gelacht gestern. Ich habe zwar nicht gedacht, dass ich auf diese Art und Weise unterhalten werde. Ich habe eher so gedacht, dass das geht nachher so um die Art des Contents oder so, der dann cool ist oder so, ne, neue Gegenden und sowas. Aber soweit bin ich noch gar nicht. Ich bin noch im ersten, quasi im Anfangsgebiet. Okay. Und es werden mir noch die Mechaniken beigebracht. Also so vergleichbar mit Breath of the Wild, wo man auf dem Plateau ist. Plateau, ne? Plateau. mir werden nur die Base-Mechaniken vom Spiel beigebracht und das ist so witzig gewesen einfach. Okay. Also, ja, ist jetzt sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was da noch kommt, aber. Und wisst ihr, ob es Jay gut geht? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Ich glaube, Jay hat den Spaß seines Lebens. Da kann man so viel Quatsch in dem Spiel machen. Das ist richtig krass. Ja, die Leute überschlagen sich ja mit Lob. Was hat das für einen Metascore mittlerweile? Ich glaube, immer noch 97 oder so. 96, als ich gestern geguckt habe, aber kann sich schon wieder geändert haben. Das ist schon ziemlich krass. Metacritic. 96, ja. 96. Nicht schlecht. Ist es damit das bestbewertete Spiel auf Metacritic? Oder gibt es da noch was drüber? Glaube ich schon, ja. Also, da gibt es noch was drüber, ja. Ocarina of Time, glaube ich. Und Breath of the Wild hat auch einen Punkt mehr noch. Breath of the Wild hat 97. Ja. Aber es liegt daran, weil es gibt einen Ausreißerwert. Fast alle haben konstant so 80 plus. Also, die meisten sind auch bei 90 plus, so ganz viele Hunderter. Und Gfinity hat gesagt, ja, wenn man Breath of the Wild nicht gemocht hat, mag man das auch nicht. 60 von 100. Genau. 60 von 100. Das ist die mit Abstand schlechteste Bewertung. Hm, okay, ja. Kann machen. Nee, finde ich mutig. Ist okay. Mit so einer Meinung muss man auch erstmal alleine dastehen. Ja, sie stehen auch ziemlich alleine da. Ist halt ziemlich krass, wenn du siehst so 100, 100, 100, 100, 98, 100. Ich habe auch eine 4 von 5 gesehen irgendwo. Na gut, das ist immerhin noch eine 80, ne? Also 80 gab es auch einige. Das finde ich auch ist legitim. Also es muss ja auch Leute geben, denen das jetzt nicht so liegt. Ja, ich finde, dass die Konzepte, die mir bis jetzt gezeigt wurden in dem Spiel, was ich so gesehen habe, ist schon richtig, richtig cool. Macht sehr viel Spaß. Ja, sehr schön. Ja, ich habe ja nur so teilweise zugeschaut. Also es sah schon relativ interessant aus. Also sehr, sehr viele schöne neue Mechaniken drin. Neben den älteren natürlich. Wirst du es dann auch spielen, Dennis? Ich werde es spielen, voraussichtlich. Ich weiß noch nicht, ob ich es im Stream spiele. Wenn, dann auf jeden Fall erst, wenn alle damit fertig sind. Ich fieber ja gerade Street Fighter 6 entgegen. Dann will ich das erstmal ausprobieren im Stream. Was mit Diablo 4? Ja, oder Diablo 4 ist meine Ausweichstrategie, falls ich feststelle, dass Fighting Games dann doch nicht funktionieren. da gibt es dieses Wochenende auch wieder so ein kleines Event, ne? Genau. Ja. Ich habe es schon installiert. Vielleicht schaue ich morgen mal rein. Oh ja, ich bin gespannt.
Also Leute, die, die jetzt exklusiv hier sind, natürlich, ich meine, das ist eigentlich selbstredend, ihr müsstet auch alle eigentlich kennen, aber schaut auch mal bei Nettgemeint, bei Yashi, Panda und Lita natürlich rein. Ja, Leute, schaut unbedingt in mein Instagram rein. Da gibt's krasse Jonglier-Videos, mehrmals die Woche. Nettgemeint. Jonglier-Videos mit diesen ganzen komischen GIFs. Oh, wir haben wir einen Gewinner? Nein, der Gewinner wird ermittelt. Nein, in 60 Sekunden, verdammt. Warum stand denn da gerade das? Na, egal. Ja, Mio macht wieder Mio-Dinge. Ja, ich hätte gerade schwören können, da stand gerade schon, dass es vorbei ist, aber er hat wahrscheinlich seine Umstellen von einer Minute und 0 Sekunden ihn ein bisschen selbst verwirrt. Also, wir haben ja noch ein bisschen. Mal vor. So, wer noch mitmachen möchte, ihr habt noch 30 Sekunden Zeit, Ausrufezeichen Jubiläum, um einen Steam Key für The Long Dark zu gewinnen. Ich habe gestern Rocket League gespielt mit meinem Onkel. Wir haben Doubles gespielt und zwar im Ranked-Modus. Wir hatten keinen Rang, wir mussten 10 Partien absolvieren. Und Rocket League hat uns in Platin einsortiert. Wir sind krass. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, krass. Nicht schlecht. Ja. Habt ihr danach denn noch, nach dem Einsortieren noch Spiele gemacht? Wir sind noch nicht bescheuert. Oh, der Gewinner in 3 Sekunden. Oh, zwei, oh. 1. Erik hat gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, Erik. Sie haben einen Steam Key gewonnen. Schreibt mir bitte auf. Oder einem von uns bitte auf Discord und wir oder auf Twitch von mir ist auch und wir lassen dir den Steam Key zukommen. Das mache ich aber nicht jetzt, weil das verhaspel ich sonst nur und dann landet das sonst wo. Das wollen wir auch nicht. Das Space Pizza Inn macht Träume wahr. Wir schicken so ein Kamerateam vorbei. Und dann spielen wir die Forrest Gump Musik ein, während wir Erik diesen Key übergeben. Oh ja. Das wird schön. Da freue ich mich drauf. Und dann. Und dann müssen wir da ein ganzes Produktionsteam hinschicken, die dann auch so ein bisschen so mit Tränenflüssigkeit nachhilft und allem. Ja. Genau. Und Vera in Feen. Auf jeden Fall. Was soll ich dir nochmal schreiben? Einfach nur daran erinnern, dass du gewonnen hast. Und dann alles schick. Dann sehe ich ja die Benachrichtigung auf Discord oder auf Twitch und kann dir dann direkt antworten. Weil ich will es auch nicht vergessen. Okay, das war Giveaway Nummer 1. Jetzt gibt es den nächsten kleinen Punkt. Der nächste Tagesordnungspunkt ist, ich sag Tagesordnungspunkt, sonst würden wir das hier regelmäßig machen. Ja. ich meine einmal jährlich eventuell. Wir machen eine kleine Quasselrunde. So. Genau. Jetzt gibt's eine Quasselrunde, okay. Naja, jetzt gibt's die richtige Quasselrunde, wo wir alle mal so nacheinander so ein bisschen drüber reden, wie wir angefangen haben mit dem Streamen und wie das so mit dem Space Pizza wie das dazu gekommen ist und so weiter und so fort. Leute, falls ihr jetzt Fragen habt bezüglich Streaming oder irgendeinen der Leute hier oder auch das Space Pizza N, jetzt habt ihr die Möglichkeit, die reinzuballern. Auf jeden Fall, Chat-Fragen sind sehr willkommen. Ja. So auch nach unseren Origin-Stories und so. Und so ganz, ganz naive Fan-Fragen möchte ich auch gerne haben. So wie im Internet, auf YouTube, da gibt es doch immer, wenn Promis dann, wo ist das, auf welchem Outlet, die beantworten dann die häufigst gestellten Fragen des Internets. Oh ja, ach so, wo die dann immer so ein großes Ding festhalten, so ein Schild. Genau, die haben dann so ein Brett und dann ziehen die da immer so ein Blatt ab. Ja, so ganz, was dann immer nicht funktioniert. Ja, kenne ich. Können wir gerne machen. Oh, wir haben schon die erste Frage. Ja. Tico fragt, magst du mich? Na klar, ist die Antwort. Sehr schön, sehr schön. Oh, ein Jubelstream, hallo Vipera. Super, dann fangen wir doch mal mit Nettgemeint an. Dennis, warum hast du angefangen mit Streamen? Warum hast du angefangen mit Streamen? Also, was soll der Scheiß? Wann hab ich angefangen zu streamen? Also ich habe angefangen zu streamen, weil ich tatsächlich Leute kennenlernen wollte, die meine Hobbys teilen. Und ich finde, das hat hervorragend geklappt. Bisher ist das eine richtige Erfolgsstory. Das war, glaube ich, 2023, ne? Das heißt, ich habe 2021 angefangen. Es begab sich Anfang des Jahres 2021, als ich mir dachte, Streaming, das könnte das Richtige für mich sein. Aber wir lassen es mal langsam angehen. Also habe ich mir sämtliches Equipment gekauft, das auf dieser Erde irgendwie verfügbar war. Hab mir hier so ein hochprofessionelles Studio aufgestellt. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das erste Spiel, was ich gespielt habe, war damals The Untitled Goose Game. Es war an einem Samstagabend und ausschließlich mein Bruder hat zugeschaut. Und es war alles ein bisschen unbeholfen, aber es hat trotzdem schon Spaß gemacht. Und dann habe ich nie mehr aufgehört damit.
Und es war eine richtig gute Entscheidung. Irgendwann kam dann der große Lita-Stream, der Lita-Raid. Dann habe ich ganz viele von euch Pappköpfen kennengelernt. Von da an wurde es dann richtig spaßig, weil vorher habe ich mich eigentlich nur mit mir selber unterhalten. Und ja, der Rest ist Geschichte, ne? Dann kam das Space Pizza Inn und heute sind wir alle reich und erfolgreich und schön. Ja, aber das sind so die ersten Streams, wo du komplett ohne jegliche Connections zu Twitch einfach hingehst, machst an und du redest einfach nur mit dir selbst. Es ist sonst niemand da. Bei mir war auch nur Jericho da. Das war mein allererster Stream. Und Ixi. Ixi kenne ich halt auch schon, seit ich noch in die Windeln gemacht habe. Das waren die einzigen zwei, die mir zugeschaut haben. Ja gut, das kann jetzt ja entweder sehr lange her sein oder... Das war 2016. 2016 hast du angefangen zu streamen? Das war, so. Das war die ersten drei Monate, wo ich gestreamt habe. Ja. Nee, mir ging es gerade darum, weil du gesagt hast, du kennst sie, seitdem du in die Windel gemacht hast. So, das, ach so, das? Das kann halt auch 2016 gewesen sein. Weiß ich nicht. Nein. Wo wir bei Orionwagen wären. Plateau, Dennis. Ja. Ein Plateau. Plateau, genau. Was war denn das? Da waren die Schulwege noch richtig schwierig und unerbärlich. Ach, Deutsch. Unerbärlich, ja. Unerbärlich. Panda, womit hast du denn angefangen? Mit welchem Spiel? Homeoffice? Was hast du denn gestreamt zuerst? Das erste Spiel, das ich gestreamt habe, war Portal. Oh, Portal stimmt, 2, um genau zu sein. Das war tatsächlich auch mit Jericho. In der Statistik. Ja. Hatte ich mal nachgeschaut. Hat mich auch sehr, sehr gewundert, aber ist halt natürlich auch ein ziemlich gutes Spiel. Hast du denn eigentlich mal League gestreamt? Ich war mir vorhin ja nicht sicher, aber... Ich habe League tatsächlich mal gestreamt, eine Zeit lang. Erst so ganz normal Normal Games, dann TFT. Und dann habe ich damit aufgehört, weil League ist... Da will man nicht rein. Nein, es ist... Ist doch super cozy. Es kann wirklich eine schöne Community sein. Also, ja, dann spielst du aber nichts anderes mehr, ne? Genau, dann spielst du aber nichts mehr anderes. Genau. Das ist halt das der Hauptpunkt daran. Und mein Ziel beim Streamen war ja immer eigentlich, die Liebe zum Spiel mit anderen zu teilen. An vielen schönen Spielen, nicht unbedingt jetzt großen AAA-Titeln, sondern halt diese Omno, jetzt als Beispiel, oder Death Store, auch ein sehr schönes Spiel gewesen. Hat mich sehr zum Schwitzen gebracht, aber es war echt ein schönes Spiel. Das wollte ich dann so. Ich habe aus Versehen meine Kamera ausgemacht. Oh, ich sehe das gerade. Sehr gut, sehr gut. Erik fragt gerade, ob man die ersten Streams von Dennis noch irgendwo sehen kann. Ich glaube nicht mehr. Also, nee, ich habe tatsächlich meinen allerersten Stream, du müsstest jetzt übrigens mein Bild wieder haben. Ja. Den ersten Stream habe ich noch auf der Festplatte. Vielleicht lade ich den mal irgendwann auf YouTube hoch. Das nostalgisches Ding, ja. Aber ich bin immer noch traurig, dass ich den Stream nicht mehr habe, wo ich den Raid von Lita bekommen habe. Das war ja oder die Hochzeit. Das, was alles, oder eure Hochzeit in Warframe. War auch cool. Ja. Oha. Den Brian-Stream noch? Den Brian-Stream habe ich auch nicht mehr. Oh. Schade. Also ist irgendwo gut. Glaube ich. Menschheit so als Ganzes, aber man muss ja auch so... Also vielleicht finde ich ihn noch hier. Ich gucke gleich mal. Dann lade ich ihn auf jeden Fall auch hoch auf YouTube. Nur für Yashi. Fragt, was unsere zukünftigen Pläne sind. Ja. Zukünftigen Pläne. Also ich mache einfach so weiter wie bisher, tatsächlich. Ich habe nicht geplant, irgendetwas zu verändern. Ich hab darüber nachgedacht, ob ich nur noch Kaffee und Augenringe mache, einmal die Woche, und dafür dann ab und zu mal Let's Plays aufnehme, offline, und die dann auf YouTube stelle. Aber das ist nur so ein Gedankenkonstrukt bisher. Da gibt es noch keine Pläne, das in irgendeiner Form jetzt zeitnah umzusetzen. Erstmal geht alles so weiter, wie es ist. Egal, ob du hier bist oder nicht. Also ich hätte eventuell noch mal vor, ich würde gerne mal mit dem Chat zusammen ein Spiel programmieren. Das wäre ganz cool. Also den ganzen so langweiligen Kram offstream machen natürlich. Aber wenn so coole Sachen... Ich wollte so kurz Bescheid sagen. Also ich bin jetzt da. Und so. Was uns streamen wäre, glaube ich, auch ganz witzig. Battle Cookie, danke schön für dein Follow. Vor allem die Bugs suchen und so. Ja, live. Ja, kann gut sein, aber wenn man... Ja, also da muss man, glaube ich, ein bisschen
Balanceakt finden. Dieser Moment, wenn du bei der Engine auf Start drückst und ein Probespiel machst und dir einfach alles hier rum eskaliert und du dann erstmal rausfinden musst, warum eskaliert mir jetzt alles hier rum? Warum sehe ich nichts mehr? Polygonbrei! Ja gut, das kann tatsächlich passieren. Also einmal ist mir das schon passiert, als ich mich an die Shaderin gewagt habe. Das war keine lustige Sache. Man anfängt an dem GPU irgendwie was Genaueres zu senden, an Anfragen oder so. Das wird wild. Eine Yashi, ja, eine Battle Cookie. Yashi, was ist bei dir denn geplant? Was sind deine nächsten Projekte? Wir sehen uns alles. Weiterkochen, weiterspielen? Ich habe nichts Besonderes. Du bist noch bei DSX dran, ne? Nee. Oder ist das schon durch? Nee, ich bin jetzt gerade bei Song of Horror. Ah, okay. Mein Lieblingsspiel. Schönes Horrorspiel. Oh, Horrorspiel. Da werden wir gleich auf jeden Fall beim nächsten Programmpunkt auch noch ein bisschen was sehen. Kann ich jetzt schon mal spoilern. Oder anteasern. Oh Gott. Das wird sehr super. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. 17, okay. So 10 Minuten haben wir noch, dann sollten wir zum letzten Programmpunkt übergehen. Lita! Ein neues Lita ist erschienen! Lita, möchtest du noch dazukommen? Genau, ja. Kommen Sie, sehen Sie Discord. Ich bin gleich wieder weg, aber wolltest kurz da sein, wie Uwe. Lita, okay. Was sehen dir irgendwie? Alles Gute, ne? Hallo Lita, Grüße auch von mir. Ich hab das Spiel gewonnen. Ja, Dennis hat das Spiel gewonnen und fühlt dich ganz, ganz, ganz doll gedrückt. I send you virtual hugs. Hack. I send you virtual hug. Halb, halb. Ich wollte gerade sagen, halb, halb, ne? Ja. Immer schön, das Gute ist für euch. Halb, halb. Oh Mann, so tolle Momente. Schade, dass ich euch dann alle noch nicht kannte. Das ist nicht schlimm. Wir werden noch ganz viele coolere Momente haben. Keine Sorge. Kunstpause hat noch eine Frage. Jetzt schon das zweite Mal, habe ich gerade leider überlesen. Findet ihr mich seltsam oder komisch nervig? Nee, überhaupt nicht. Nein, nervig auf jeden Fall nicht. Ein bisschen seltsam vielleicht, aber nicht seltsamer als der Rest. Ich habe immer gedacht, erst dachte ich, Kunstpause ist ein bisschen sowas wie, wie hieß der, Halo? Ja. Wo man das Gefühl hatte, das war so ein bisschen so eine KI, die noch nicht ganz ausgereift war. Aber mittlerweile glaube ich, dass Kunstpause echt ist. Aber ich glaube immer noch, dass er uns manchmal ein bisschen verarscht. Ja, bei Halo weiß ich nicht. Das ist weird. Der macht auch anderen Discords. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, was er bei Tami und so alles im Discord postet. Der wurde jetzt auch irgendwo gebannt, ich glaube bei Eva, weil er angefangen hat irgendwie, dass die Polizei irgendwen ermorden lässt oder sowas. Aber natürlich in absolut gebrochenem Deutsch. Also kaum verständlich, aber so die Schlagwörter waren alle da und dann auch irgendwelche Bilder gepostet oder irgendein Auto an der am Straßenrand steht. Alter, total wahnsinnig, der Typ. Ja, Kunstpause sagt nicht KI. Halo. Oh, okay. Ja, nicht Kunstpause. Ich wollte gerade sagen, Halo ist die KI. Halo ist die KI von ChatGPT. Echt eigenartig. Aber Kunstpause ist cool. Kunstpause ist richtig cool. Er ist die coole KI. So, was haben wir denn noch hier? Ren fragt, seit wann bist du eigentlich der Main Character? Was soll das bedeuten? Ist das irgendwas aus einem Anime? Ist das eine Rennfrage? Ja, es ist eine Rennfrage und ich habe gerade so Apo-RED-Vibes. Das verstehe ich nicht. Ganz falscher Hase. Ganz falscher Hase. Ach, der Körper bebt. Heiko, wolltest du uns nicht vorenthalten? Dankeschön, Lita. Ich gebe auch ein virtuelles Knuddelchen an dich. Ich schick dir einen Diddle-Block zu, Lita. Ja. Wo ist das Lachmotorrad? Und Julia muss sich auch verabschieden, die muss los. Julia, viel Spaß und danke schön, dass du da warst. Julia geht heimlich ESC gucken. Nicht gemeint ist das Nachbarskind. Diddle! Aber erst beleidigen, Lita, ne? Ist klar. Das Nachbarskind. Das Lachmotorrad. Frechheit. Ich verstehe das übrigens immer noch nicht, was das bedeuten soll, aber ich nehme das einfach mal so hin. Kennst du das nicht? Nee. Es bedeutet, glaube ich, dass ich besonders bin, oder? Quasi. Ja, ich gehe mal lieber jetzt nicht drauf ein. Okay, alles klar. Was waren eure tollsten Streaming-Momente? Brian. Wenn ihr euch erinnern könnt. Wirklich? Nee, Brian war unangenehm. tollster Streaming-Moment. Ich glaube, als ich die Arena geschafft habe in Hollow Knight. Oh, das ist ehrlich. Arena Level 3. Großer Moment. Das war definitiv. Also gerade für Chris. Ja. Gerade für Chris, genau. Der hat sich das Ganze nochmal ausgedruckt und laminiert. Dem ist ein Stein vom Herzen gefallen.
riesiger. Was war mein schönster Streaming-Moment? Es muss auch nicht der allerschönste gewesen sein, aber vielleicht hast du ja ein paar schöne, von denen du erzählen kannst. Die Dokus von Panda waren auf jeden Fall auch. Oh, holy. Die Männer, die, der. Ja, die waren nicht schön, die waren nicht schön. Der Männerkurs. Die waren, nein. Mhm. Schön nackt, nein. Am See stehen, ein bisschen ringen, um sich die Männlichkeit gegenseitig ins Ohr zu stöhnen. Okay. Also, wenn ich einen Zukunftsplan habe, dann ist es nie wieder solche Dokus. Was sagen? Ich werde mich komplett davon. Leute, Pilm ist da! Er ist immer da bei den großen Events des Lebens. Das ist so krass. Pilm, du fucking Legende, Alter! Herzlich willkommen! Dieser Pilm, ey. Pilm kommt immer genau in den richtigen Momenten rein. Alle anderthalb Jahre taucht er hier auf. Wie macht er einfach das? Stargast sofort. Das kann nicht sein. Das ist, er ist doch so ein Watcher oder was? Ey, herzlich willkommen, Pilm. Marvel. Heftig. Was ist denn an Pilm so besonders, fragt Erik. Ja, das musst du schon fühlen. Das kann man nicht erklären mit Worten. Alles. Lita shared einen ihrer tollsten Momente. Meins war bei Zelda Breath of the Wild zum Ende, als ich emotional geworden bin und ihr mich alle supportet habt. Ja, das war sehr schön. Das war ultra cute. Und was cute. Mir auch sehr gefallen hat, ist der Stream, wo Panda den PC gebaut hat. Auch sehr witzig. Oh, stimmt, ja. Das war eigentlich mein, das, als der PC dann endlich ins BIOS ging, das war für mich das Schönste, als es alles funktioniert hat. Sehr gut. Und die Spinne in dem Stream. Bei dem PC saß ich so vorm Screen so, wenn Nita wüsste. Ja, das war der Masterplan. Oh mein Gott. Super. Es ging um eine Spinne? Ich holt mich mal ab. Kannst du dich noch an den PC erinnern, den ich mal im Stream gebaut habe? Das pinke Monster? Ja. Der war ja für Lita. Wir hatten da damals, Zerbi ist auf mich zugekommen und hat gefragt, sollen wir Lita einen PC machen? Und ich direkt, ja! Und ich bauen. Das hört sich irgendwie ein bisschen... Okay, ja. Dann haben wir über Monate hinweg einen Plan aufgestellt, haben Termine ausgemacht, wann wir das streamen, dass Lita auch Zeit hat und dabei und dann bei dem Stream dabei sein kann. Ich erinnere mich. Das war so weird, weil wir mussten ja sicherstellen, dass Lita das mitkriegt, aber ohne dass sie merkt, dass wir wollen, dass sie das mitkriegt. Halt nur so ein und das war auch wir haben das so extra noch verschoben, weil Lita dann meinte, sie muss an dem Tag doch arbeiten. Und wir dann so, das trifft sich gut, weil Panda hat den Streamer sowieso auf dem nächsten Tag verschoben. Ja, weil ich da ja dann auf einmal Probleme auf der Arbeit hatte und da sein musste. Und ja, das war super. Und ich baue das natürlich für eine Freundin. Ja, das war ja auch korrekt. Und dann der nächste Tag, an dem ich, glaube ich, 3 Stunden in gebeugter Haltung drüber gehangen habe und hab Lita handschriftlich auch noch auf dem PC draufgeschrieben. Oh ja. Haben wir noch ein Bild davon? Ja, ich habe noch eins. Ja, kannst du das raussuchen auf deinem Handy? Wäre ganz gut. Das war auf jeden Fall legendär. Eins noch, Yashi, wir freuen uns alle, dich live und in der Farbe zu sehen. Ich für meinen Teil bin stolz auf dich, aber das seht ihr doch schon eigentlich. Hast du einen Stream bei mir? Also partiell zumindest. Das eiskalte Händchen. Und seid froh, seitdem nämlich Dennis damals das Dekret eingeführt hat, dass die Nomnoms nur noch einzeln vergeben werden dürfen, seht ihr sie auch eigentlich 10-mal pro Stream. Was habt ihr Dennis zu verdanken? Ja. Tatsächlich? Ja, du hattest dich beschwert, dass du gar nicht genug für dein Geld kriegst. Weil die so in häufchenweise. Stimmt, so ich erinnere mich. Ja, da habe ich direkt erstmal Produktverbesserung betrieben. Habe ich hier da hängt hier hinten so eine Steintafel jetzt mit dem Dekret. Sehr gut. Ah. Doktrin nennt man das so. Bei Cult of the Lamb. Ach so, Doktrin, ja genau. Doktrin erlassen. Hat es indoktriniert. Und Lita meinte noch, oh, deine Freundin hat einen guten Geschmack. Ja, und wir alle so. Ja, das war halt dieses, ne, da hat Lita noch studiert und hatte halt so richtig Geldprobleme und sie wollte so gerne so viele andere Spiele spielen, die so rauskamen, aber sie konnte nicht, weil sie entweder kein Geld für die Spiele hatte oder ihr PC das gar nicht leisten konnte, ihr armer Laptop, der am Husten und Pusten war. Und und jetzt mittlerweile ist er bei ihr im Stream ja zu sehen, das pinke Monster. Ja. Schön noch die Lichter, alles so farblich miteinander abgestimmt. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Der Hintergrund, Yashi hat ja damals den Wallpaper-Hintergrund gemacht.
Die Anleitung, die ich noch in einem TXT-File hinterlegt habe, mit allem drum und dran. Und wir dürfen Renate nicht vergessen. Oh, und Renate. Bitte Renate. Renate 69 sucht dich. Wo kommt sie her? Wo ist sie hin? Was ist mit ihr passiert? Klingt wie die Fluppen-Oma. Sammy, was sind denn deine Lieblingsmomente aus dem Stream? Oh, das ist schwierig. Also ich muss sagen, einer der emotionalsten Momente war, glaube ich, das Ende von Death Stranding tatsächlich. Das war, glaube ich, bis jetzt der einzige Moment, wo ich on-stream geheult habe. Und ansonsten, keine Ahnung, wir hatten teilweise ja richtig viele gute Momente. Ich glaube, das mit dem eins der ersten Male, wo wir hier das Wer wird Millionär gemacht haben, das war auch richtig, richtig cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja, definitiv. Oh Gott, das war so gut. Das war glorreich. Das war super. Und generell so, also diese ganzen Spezialstreams waren eigentlich immer ein schönes Highlight. Auch einige 24-Stunden-Streams, auch wenn ich die, Erschöpfung angeht, sehr bereut habe. Aber ja, das waren so die Highlights für mich, allgemein gefasst. Das habe ich leider verpasst, das Ende von Death Stranding. Das ist schade, aber ist nicht schlimm, weil das heißt, du kannst es selber noch spielen. Renate 69 suchte ich, genau. Oh, dankeschön. Aber nicht der 24-Stunden-Stream. Ich habe schon mal gesagt, ich werde, wenn, dann wahrscheinlich eher 12-Stunden-Streams machen, weil 24-Stunden-Streams einfach, ist A, super ungesund und B, ist das einfach die Hölle zu organisieren und das irgendwie wach zu bleiben und nicht umzukippen. Ja, das war ja, von Anfang an auch mein Motto, also 12 Stunden ja, aber 24 Stunden vergesst es einfach. Ich habe das auch nicht verstanden, wie du das überhaupt immer durchgehalten hast. Und ich war jedes Mal verwundert, dass du eigentlich nach 24 Stunden immer noch genauso aussahst wie am Anfang. Ja, das ist, weil die Augenringe bei mir eigentlich überhaupt kein Indikator sind dafür, wie müde ich bin. Das ist einfach, Standard. Festgebrannt. Die sind einfach Standard. Das ist doch wie bei Hulk, ne? Okay. I'm always angry. Ich kann das mal, genau. Ich kann es mal im Stream zeigen. Das ist Lita mit ihrem PC. Als sie den gekriegt hat, das erste Mal. Halt. So. Sexy. Building coming! Gut. Oh ja, das ist wirklich. Wir laden es vielleicht nochmal im Discord hoch für all die anderen. Und das ist das pinke Biest. Da sieht man auch den Schriftzug. Lita auf dem pinken Biest. Das ist ihr Tinder-Profil übrigens auch jetzt. Oh, die Pink Beast. Der PC sieht echt leer aus. Es war ein sehr großes Case und hatte sehr gutes Panda-gemachtes Cable-Management. Da war so ein Raspberry Pi einfach nur drin. Es ist halt ein Flint-Client. Ja, nein. Aber es ist halt in einem Monster-Truck-Case. Der Case war wirklich viel zu groß. Und Lita geht in Lurk. Lita, vielen lieben Dank für dein Lurk. Und wie gesagt, morgen sieht es bestimmt besser aus. Wir haben dich lieb. Ich möchte einen 12-Stunden-Stream. Ja, wie gesagt, der nächste 12-Stunden-Stream ist gar nicht so weit. Ich denke mal, für Tears of the Kingdom werde ich wahrscheinlich einen machen. Oh. Ich stelle nachher ein Foto in den DC vom PC. Sehr geil. Sehr geil, Lita. Nice. Bei mir steht ja auch ein 12-Stunden-Stream irgendwann an demnächst, wenn wir die 1 Million Pizzen voll haben. Mal gucken, wann das sein wird. Was sagen deine Hochrechnungen? Was sagt dein Totalisator? Mein Totalisator sagt, ich habe komplett den Überblick verloren. Und dieses große Excel-Dokument, was ich am Anfang mir zurechtgelegt hatte, stimmt nicht mehr ganz mit dem überein, was jetzt aktuell tatsächlich real ist. Aber wir schauen mal. Es wird auf jeden Fall, ich denke mal, so in den nächsten 1 bis 2 Monaten soweit sein. Oh, vielleicht ja pünktlich Anfang Juni. 12 Stunden Street Fighter? Anfang Juni? Ach so, oh. Ich glaube, so schnell geht es dann tatsächlich doch nicht. Ja, weil die Leute sich halt nicht bemühen. Wenn Chris ab und zu mal ein paar Upgrades reinballern würde, würde das ja vielleicht schon längst. Ren ist immer fleißig tatsächlich. Der kommt nur rein, auch um Upgrades einzulösen. Das ist ihm sehr wichtig. Ja, macht er rigoros. Ja. Ich auch sehr gut. Vielleicht sollte ich Panda mal fragen, ob sie mein Cable-Management übernimmt. Oh ja, da machen wir. Ist wie so ein Tine Wittler, aber halt mit, dass Panda an deinen PC reingeht und da aufräumt und alles auf Vordermann bringt. Pandas Cable-Management. Neues Format auf RTL. Bitte nicht auf RTL. Was ist denn das da?
Das sieht doch scheiße aus. Komm, gib mal hier die Farbe. Du musst einfach immer so ausrasten wie vorhin bei dem Ultramontan. Montus Montan. Genau so musst du da einfach immer ausrasten. Der Koch nochmal. Er ist der Koch nochmal, wo er auch immer so ausrastet. Achso, du meinst. Der veganer Koch oder? Nee, nicht der vegane Koch. Das ist ein Brite. Gordon Ramsay? Ja, Gordon Ramsay. Ich bin der Gordon Ramsay des Kabelmanagements. Was bist du, ein Idioten-Sandwich-PC? Er schickt dir die Teilepanne und du kümmerst dich um alles. Ja, sie baut das dann bei sich zusammen und schickt dir dann die Teile wieder zurück. Genau. Kein Thema. Kabelmanagement ist das Allerschlimmste. Ich baue ihn wieder auseinander und schicke dir alles einzeln. So, und wir machen mal nebenbei noch ein kleines Giveaway. Yes. Bis wir dann zum letzten Punkt für heute kommen. Yes. World Part. Da, so. Das nächste Giveaway ist nämlich auch ein Steam Key, gesponsert von dem guten Lukas bzw. Assemble Entertainment. Endzone World Apart. Ein sehr geiles City-Builder-Spiel im dystopischen Endzeit-Setting. Auch sehr, sehr cool. Gönnt euch mal ordentlich. Ich setze die Zeit hierfür mal ganz praktischerweise auf 17 Minuten. Denn wir werden in diesen 17 Minuten etwas anderes tun. Ey, Moritz, was geht ab? Das klappt. Ja, ich krieg schwitzige Hände. Ich bin so aufgeregt. Moritz, wir machen einen kleinen Jubiläumsstream. Genau. Oh, sorry. Das habe ich doch. Ja, tut mir leid, Jay. Tut mir leid. Aber du kannst trotzdem mitmachen. Ihr könnt den Key auch weiter verschenken. Das ist okay. Also du kannst mit dem Key auch zu Christina gehen und sagen, ich hätte ihn dir geschenkt. Ja? So, wir starten das Giveaway. Ihr könnt jetzt mitmachen. Tragt euch ein. Ausrufezeichen. Jubiläum. Danke. Ausrufezeichen Jubiläum in the chat. In the chat, genau. Oh yeah. Wie gewinnt man was? Einfach Ausrufezeichen Jubiläum. Ihr habt 17 Minuten Zeit. In 17 Minuten werden wir uns mit etwas anderem begnügen. Das ist schon, ja, das müsste schon alles an sein. Oh, ich bin schon so gespannt. Du bist schon Dito. So gespannt? Ja. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's auch noch nicht gesehen, aber ich freue mich so hart drauf. Soll ich es ankündigen? Wenn du möchtest, mach's ruhig. Ich muss Leute, wir gucken jetzt nämlich gleich zusammen eine kleine Clip-Compilation von der guten Yashi, der guten Panda, dem guten Serbi, meiner Wenigkeit. Ich weiß nicht, habt ihr speziell Clips rausgesucht, die erst nach dem Entstehen des Space Pizza Inn entstanden sind? Weil ich nämlich nicht. Ich habe einfach, ich hab einfach Clips genommen, die ich hatte. Ich habe auch einfach Clips genommen. Ich habe bei Yashi sind es auch wirklich ausschließlich Clips nach dem Entstehen des Space Pizza Inns. Das war einfach. Lita nicht, nee, sie hat leider, sie hatte nicht so viel Zeit oder hat es vergessen, ich weiß nicht genau. Aber das ist nicht schlimm, sie hat sowieso in den letzten zwei Jahren nicht allzu viel gestreamt. Aber wenn euch das gefällt, werden wir es natürlich nochmal machen und das wahrscheinlich ein bisschen langfristiger machen. Und dann wird da auch bestimmt Lita das nächste Mal dabei sein. Mir fällt gerade brühend heiß ein. Ich habe was vergessen in der Clip-Compilation. Und zwar, ich wollte eigentlich am Ende noch so eine Endcard machen mit allen, die Clips eingereicht haben. Haben wir leider nicht jetzt. Da müssen wir uns mündlich bedanken. Können wir machen. Vielleicht können wir es ja trotzdem auf YouTube hochladen, dass die Leute dann auch mal langfristig was davon haben, oder? Vielleicht, wenn Lita ihre Clips noch nachsendet, können wir noch so eine Remastered-Version davon machen. Oh. Oder das dann nochmal einfügen. Direct und dann landen wir es auf YouTube hoch. Wir standen unter Zeitdruck. So, achso, warte mal. Ich mach mal hier Dennis auch auf die Szene. Hin. Browser. Net existing. Net gemeint. Oh. Jetzt seht ihr nur noch Dennis. Ist hallo! Ich muss meine Chance nutzen. Du bist jetzt richtig groß. Wunderbar. Oh, das machen wir mal ein bisschen kleiner. Oh Gott. Oh, der kommt da oben in die Ecke. Der darf das ein bisschen mitkommentieren. Ey, mach mich nicht so klein! So. Panda hat keine Cam an. Oh. Weil 10 Stunden Schule, ich sehe aus wie eine Vogelscheuche. Mich hat es auch nicht davon abgehalten. Beim nächsten Mal. So, seid ihr bereit? Dann lege ich jetzt los. Wie gesagt, Leute, ihr könnt immer noch Ausrufezeichen Jubiläum eingeben für den
Endzone World Apart Key. Also, gönnt euch. Und ich sag mir einfach jetzt Bescheid, wann ihr startet. Warte mal gerade, Sammy. Ganz kurz. So. Ich muss einmal jetzt, weil der Ausschnitt ist jetzt anders als gerade, als ich es eingerichtet habe. Moment. Ja, ich habe es jetzt Vollbild gemacht. Ah, okay, ist jetzt 16:9. Ja, Moment. Sammy, du könntest noch für mich Oscar einblenden. Ist doch eigentlich ziemlich dasselbe, oder? Hier Oscar? Das Emote, Oscar. Ja, Moment. Image. Existing. Oscar. Okay, jetzt ein bisschen wild zusammengebastelt hier, aber das funktioniert schon. Warte, muss das noch drehen? Horizontal. Das ist alles sehr gut vorbereitet hier übrigens. Professionell. Ich verdiene ja auch schließlich unser Geld damit. So. Alle bereit? Ich bin bereit. I'm ready. 3, 2, 1, go. Ach, ich muss es versuchen. Es wird mich eine Art kosten wahrscheinlich. Es ist, Sammy, es ist jetzt wieder so abgehackt. Oh, ist es abgehackt? Ja, es ist wieder so abgehackt. Die Framerate ist wieder so ein bisschen Stop-Motion-mäßig. Ja, warte, lass mich ganz kurz. Please wait a second. Dann werde ich mal ganz kurz in den Tab zurückgehen, wenn ich ihn wiederfinde. Weil ich glaube, dass es geht besser, wenn ich den Tab aktiv habe. Wahrscheinlich. Warte mal, hier ist. Oh ne, das ist der alte. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Wir können es auch einfach gleichzeitig starten. Das ist ein. Was wären wir ohne unsere Freunde? Ohne euch, die lieben Fans. So, okay. Entschuldigung. Ich will nur die Zeit überbrücken. Ja, das ist super. Mach ruhig weiter. Ich brauche noch eine Sekunde. Hier habe ich's. Okay, ich hab's. So, warte. Ich hoffe, jetzt ist es besser, wenn ich das hier offen habe. Genau, Clipsammlung. Genau. Okay. Schauen wir mal. Bereit? Mach ich jetzt weiter. 3, 2, 1. 1. Ist das besser? Nein. Was soll ich tanken? Aber es ist okay. Oh. Ist gut genug zur Not. Das ist gerade ohne dich weg. Das ist ein richtig schöner Clip. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle in dem Clip. Officer, ich kann mir das nicht erklären. Das und da kommt sehr weird. Schön den Besen raus. Ja, dieses Spiel, ey. Das Spiel ist super. Sehr gut, was ist hier los? Das Auto will sehr hart getankt werden. Ich finde auch schon, wie niemand in dem Auto sitzt, ne? Ja. Nein! Oh, warum hole ich denn nicht die Banane raus? Und dann holt er seinen Schwanz raus und dann wird's richtig ungemütlich. Bitte nicht zu doch spritzen. Mama, du sollst mich doch nicht stören, wenn ich Staub sauge. Wir fahren zurück in diesen Teil. Wenn es das Letzte ist, was wir tun. Es wird wahrscheinlich das Letzte sein, was wir tun. Ah, das ist auch ein absoluter Klassiker. Achtung, Anlegestelle. Alle aussteigen, Endstation. Ich muss den Ben-Liter hier heute... Oh, fuck. Schon zu Hause, oder? Arbeit. Uah. Oh Gott. Sehr schreckhaft. Yashi. Ja. Sammy, kannst du es ein bisschen lauter machen vielleicht? Ja. Und Claudi geht ein bisschen in den Whirlpool. Nee, sie geht. Oh no! Claudi. Holy shit! Hallo? Geht's dir gut, Claudi? Claudi, ist alles okay? Oh Gott, arme Claudia. Okay.
Okay. Und wer sitzt da im Hintergrund auf dem Pott? Abu ist das. Ja, beim Gewitter den Whirlpool zu verwenden, war aber nicht die beste Idee. Aber. Okay. Claudi ist noch ganz geschockt von der ganzen Sache. Ja, Riesengag. Oh Gott. Den musste ich bringen. Nein! Nein! Oh. Ja, Jay, lass das mal. Das ist. Ich muss ja auch noch wirklich, wirklich mal ein bisschen weiterkommen. Nein. Oh, was wollt ihr denn hier? Seid ihr bescheuert oder was? Wie rüste ich meine Waffe auf? Oh, hab ich jetzt Soundprobleme gerade? Ich höre gar nichts mehr gerade. Entschuldigung. Hey! Hilft das? Oh Gott. Oh! Sehr gut geholfen. Schnell weg, sie sind nicht so langsam. Mach schon, sie kriegen mich klein. Mir ist es lieber, anonym zu sein. Oh, Excitement ist... Alles voller Scherben. Ich habe meine Jesuskerze kaputt gemacht. Oh nein. Jesuskerze. Mega, oder? Da ist er. Da ist er. Und das Tolle an dem Rechner ist, vorne die Scheibe. Da ist da so ein Nüpsel. Nüpsel. Und Nüpsel. Easy accessible. Nice. Ein Nippel! Ein Nippel! Ne? Der ist cool. Ein Nüpsel. Ich hab gesagt, ein Nüpsel. Lita stirbt gerade. Zu ja, Recht. Das wäre doch auch ein Gehäuse für dich. Oh, das war so fies, ne? Das war wirklich ein richtig geiles Gehäuse. Das war richtig fies. Vielleicht noch so ein bisschen. Das war richtig gemein. Schöner gemacht, so, ne? Aber mega, ist es schon ein cooles Gehäuse. I can't. Der Tief. So, wir legen den mal kurz rum. Weil. Get me an ambulance. Nee, Moment, warte mal. Der Bart macht das 800% besser. Ja. Vor allem das, nee, wart ja, mal, beim zweiten Mal war es besser. Ich hab Let's Plays gesehen, aber ich hab noch nie gesehen, wie jemand auf seinem fucking Motorrad mit so epischer Musik zum fucking Schloss gefahren ist. Ich wedel heute mit einem Stab und ich sammel weißes Zeug ein. Ja. Omno. Au! Oh Gott! Ah, grüß dich. Man hört Yashi im Hintergrund irgendwie nur so die ganze Zeit wimmern. Ja. Das war auch so laut, ey. Ich war so gestresst. Ich verstehe nicht, warum. Nein, Jay! Ja? Haut mir auf straighten Roten in den Arsch. Bitte nicht zu durchspritzen, bitte nicht zu durchspritzen. Oh Gott. Oh nein, ey. Spiel. Das ist das beste Spiel. Ist. Ich glaube, ich würde Vanguard mit Dennis so vielleicht tauschen. Also Dennis rüber in euer Team. Meinst du, dass das fair wird? Ja, und dass ich auch eine Ausrede habe, ihn anzugreifen. Okay. Alles klar, mache wahr, bin ich dabei. Wir haben aber zweimal Dennis. Hast du zweimal Dennis? Wir haben zweimal ja. Dennis. Dennis und Dennis. Ja, warte, Dennis der mit den Augenring ist der, den ich mal. Ach, ist egal. Jedes Team kriegt einen Dennis und gut ist. Jedes ja. Team kriegt einen Dennis. Jedes Team braucht glücklich. Auch einen Dennis. Ist super, dass ihr beide den gleichen Namen habt. Es ist wirklich super. Viele Grüße. Das war auch gut. Spanien. Das war super. Dennis. Die Person lebt in Spanien. Oh, die Fahrt. Ach, Moment, ich muss. Das ist so gut, ey. Oh, Gott. Ich lass das mal so stehen. Ne? Oh. Das ist natürlich echt nervig, wenn sie das Post-it umkleben muss. Ich stelle mir Christina vor, wie sie den ganzen Monitor. Ja. Den Post-it. Nicht plötzlich. Ah. 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 Gott.
Moment, mach mein zweites Ich nochmal weg. Da. Hier, guck mal, Christina. Ui! Ui! Das ist doch Klamauk. Kannst du dein verdammtes Poster nicht umkleben, Christina? Sie hat den Tab ausgemacht, oder? Entschuldigung. Aber mit dem Spucke wegwischen, weil dann ist zu viel Spucke in meinem Mund drin. Habe ich nicht runtergeschluckt. Dann läuft das manchmal raus. Was macht er denn jetzt? Er geht ins Kinderzimmer. Oh, das war meine Sims-Karriere. Ins Kinderzimmer. Das war der große heilig. Sims-Stream. Malenia! Oh. Oh. Yes! Nice! Oh, der ist wieder nice. Ja. Es gibt eine dritte Phase. Das war dein großer Moment, Serbion. Entschuldigung, ich bin erschlafen. Baby. 65 Kilo Curls. Ich weiß nicht, ich wollte halt auch ein bisschen Erotik adden. Packst du ja dann auch an und riechst mal unten ist so. an. Du riechst im Prinzip am Melonenpo. Ob sie gut ist oder nicht. Der gute alte Melonenpo. Bitte nicht zu durchspritzen. Oh, schaut's mir an, ich bin so perfekt. Ich mach alles gut, ich bin ganz normal. Nein. Oh, was? Hallo, Cobra. Ein wunderschön. Oh, no. Da ist er. Ich bin unfassbar muskulös am Oberkörper. Einen ganz, ganz verkümmerten, kleinen, schlaffen Oma-Hintern habe ich. Du weißt, dass das jemand klippen wird, ne? Das ist dir völlig egal, okay. Mit Zunge oder ohne? Mit. Oh, dein Schnäuzer, Serbion. Ein riesiger Kopf auf mich, kommt auf mich zu. Ein riesiger Hinterkopf. Er macht ohne mich weiter. Du bist so nur eifersüchtig, ja. Du. Oh, guck mal. Tami kommt dazu und Dennis sofort. Nope. Ah. Ich habe eine neue Liebe gefunden. Das war so geil, ey. Richtig, jetzt mal Klukas versetzt. Wie kannst du ihm das antun? Ihr habt euch bestimmt hier 2 Stunden lang unterhalten. Ich find's auch gut, dass du halt wirklich nur einen Stuhl weitergehst. Ja. Shit. Oh fuck, shit, fuck, oh. shit. Du Trottel, guck doch nicht nur eine halbe Stunde deine Das heißt. Oh, diese Flasche scheint leer zu sein. Ist aber wirklich so. Oh Gott. Ja, das ist wirklich schlimm. Bomben sind ja keine Waffen. Oh Gott. Sie sind Werkzeug. Ich dachte, ich wäre so unfassbar schlau, als ich das gemacht habe. Au. Wird mir nie passieren. Ah! Das wird doch nix, ey. War das nicht die Schwertprüfung sogar? Ich glaub schon. Ja. Das war der. Genau, gehen wir mal zum Öl. Das ist auch ein weirder Clip, der geht eine Viertelstunde ungefähr. Erdbeben gerade. Unter anderem jetzt gerade, das war mein Stuhl. Das vorherige im Griff. Ja, genau, ich habe mich selbst nicht mal im Griff. Hashtag Chat nicht im Griff. Sind bei 2 Stunden rum. Der 12 Stunden macht sich nächste Woche von selbst. Ja, ich glaube auch. Oh mein Gott, ja, wir sind schon 1,5 Stunden im Game drin hier. Also wir sind in keinem Game. Was rutscht? Alter Panda, ey. Was ist da eigentlich los? Absolute Verwirrung. Ja, so. Ich bin richtiges Eichhörnchen. Statt mal einen Satz fertig zu sprechen. Oh, Flo hat das Giveaway gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Chat nicht. Viel Spaß damit. Stuhl nicht im Griff. Sympathische Familie. Also. Ja, Claudi. Ich weiß nicht, was du. Wie sieht Dennis Mama aus? Du hast auf jeden Fall die Augen von deinem Papa. Wie lange seid ihr schon zusammen? Claudi? Ja? Das reicht.
Claudi hat Christina Katze für 600 Sekunden in Timeout versetzt. Claudi, what? Was? Hab ich nicht. Steht da aber. Ich wollte der Katze gerade antworten. Oh Gott, ich gehe da mal in den Futterbeschaffungslog. Nein, Tobi, verlass mich nicht. Ich bin als Kind immer direkt gerannt, nachdem ich im Keller... Oh Gott. Oh, Spiel, ich habe da gar nichts gemacht. Es ist mir richtig aggro. Ja. Dieser Typ. Na schön. Flower, entweder mich oder eine anderen Leute im Discord oder im Twitch anschreiben. Das ist mein Lieblingsclip. Das ist super. Also, Kelisch. Oh Gott. Wieso hast du sie denn gegessen? Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Oh Gott, Lisch. Sie schreien ja alles voll. Gott sei Dank, ey. Okay. Oh nein, ey. Ich muss mir zusammenreißen, dass es dir nicht in echt rauskommt. Ich hab keinen Eimer hier. Spüsi meinte auch letztens, dass... Wenigstens haben wir jetzt keine Blutegel mehr hier irgendwo. Dass sie sich eine Viertelstunde nur angekotzt haben in dem Spiel. Nicht gut. Das sind Netman and Body in the Bathtub. Oh, warte, ich zu mal noch eins raus. Mega Cursed. Das hier... Oh, was ist denn mit unseren Gesichtern los, ey? Das Besenfahrzeug wieder. Kann ich dir helfen? Schön die Fahrzeuge aufschrubben. Ja. Du Panda auf dir Besen einfach. Ist gut. Okay. Okay, Leute, wir müssen was ausprobieren. Hallo. Oh Gott. Tschüss. Das ist ein krasser Besen. Das ist einfach ein richtig krasser Besen. Alter. Der oh mein Gott. Ultramontane Besen. Ja. Was macht sie? Was tust du? Dieses Auto, ey, komplett besessen. Also, was ist das von Harry Potter hier? Ich hab gerade Harry Potter Vibes. Ja. Hä? Oh Gott. Oh, Schluss, aus, Ende. Oh Gott. To hell. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay, es wird nicht immer angekündigt, wenn er da. Das war auch so ein super Schreckfest. Alter. Bin ich überhaupt keine Lust drauf, kann ich euch jetzt schon sagen. Du. Schwibbel, schwibbel. Schwibbel, schwibbel, schwibbel. Das ist das Beste. Wir sind hier neu. Okay, was passiert hier? So, was ist jetzt? Ich habe Nerven aus Stahl. Ja. Okay. Er ist kein... so ein Stück. Oh, ihr Motherfucker, ey. Wo war denn die zweite Kugel? Ja, gut. Der ich hatte mich schon gefreut auf euren Jubel. Das kann ich mir vorstellen. Bei Jay auch. Im Ansatz. Aber jetzt ist alles aus. Und wir gehen traurig nach Haus. Oh, das war's. Ich mach das halt so. Das waren die Wesen. Ach, war das lustig. Ah, super. Wunderschön. Du musst mehr Horror spielen. Ja, definitiv noch mehr Horrorspiele. Das macht mein Herz aber nicht mit. Oh.
Das war doch gut. Das war sehr, sehr gut. Das war sehr gut. Oh, was soll das mit der Marmelade? Warum nicht? Das war in dem Moment sehr sentimental. Das war sehr angebracht zu dem Kugelproblem. Ja. Das Kugelproblem. Ah, so, das kann ich hier schließen. Sehr schön. Kann ich das schließen? Hallo? Lässt es sich schließen? Jetzt lässt es sich schließen. So, Leute. Wir nähern uns dem Ende. Dennis muss auch bald los. Oh ja, ich muss noch duschen vorher, weil ich stinke. Es ist schon spät. Wir machen jetzt noch einen Blitz-Giveaway. War das letzte Spiel? Das ist gar nicht mehr. Das war nicht das richtige. Das war nicht das richtige Dokument. Ah, ich suche das jedes Mal von vorne. So. Szene wieder umschalten hier. Ja, Leute, das war richtig gut. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr beim zweijährigen Jubiläum wieder frische Clips zusammenschneiden können. Also auch der Aufruf an alle im Chat, in den verschiedenen Chats, Clipfinger immer heiß halten. Genau. Yes. An der Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank an die Leute, die geklippt haben. Sehr viele davon sind ja von Leuten, die hier sehr frequent in der Community sind. Großes Dankeschön. Ich würde auch mal sagen, wir suchen noch mal ein paar Clips von Lita zusammen und dann schneiden wir da vielleicht noch ein paar Sachen von ihr rein. Ja, wir machen noch mal einen Director's Cut auf jeden Fall. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also auf YouTube und dann könnt ihr euch das nochmal in aller Ruhe angucken. Also der Part, ich liebe Yashis, aber bitte nicht so viel spritzen. Das hat das alles so rund gemacht. Das war super. Ja, infantiler Humor funktioniert immer. An der Stelle auch einen lieben Dank an Dennis. Sehr gut zusammengeschnitten, das hat er alles gemacht. Gerne. Ich habe nur Clips von mir rausgesucht. Nicht viel gemacht. Ich habe nur das Allernötigste gemacht. So. Ja, ich habe auch nur Clips zusammengesucht. Ich starte jetzt noch das letzte Giveaway. Das ist jetzt ein bisschen, das hat keiner von uns gespielt oder so. Das ist einfach nur ein Space-Spiel, was hoffentlich nicht allzu viele haben. Es geht um Kerbal Space Program, der erste Teil natürlich. Auch wieder ein Steam-Key. Wieder Ausrufezeichen Jubiläum, um mitzumachen. Und... ja. Das ist doch vielleicht auch wieder was für Erik. Erik, hau rein. Ja, das ist ein Spiel für einen Mann, der Wissenschaft. Erik, ja. Tatsächlich, ja. Das ist ein Spiel, wo man Raketen bauen muss. Und Forschung treiben muss. Das klingt nach Erik. Ganz vor allem viel der Forschung Part mit Raketen. Ja. Damals im Ferienlager. Die forschende Forscher der Forschung. So, Flower, du hast das hoffentlich mitbekommen, dass du gewonnen hast. Und wenn du... wenn du mich noch nicht angeschrieben hast, tu das bitte noch, damit ich das nicht vergesse. Und Klukas! Klukas kommt nochmal rein hier. Hallöchen, hallöchen. Hallo Klu! Wunderschön! Hi, Klukas. Wie geht's dir? Klukas kommt bestimmt ESC heute. Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Hast du nichts mit Fußball oder Italien? Ist Italien gut im ESC? Also gewinnen die da öfter? 8-0 das letzte Mal. Oh, krass. Heftig. Ja, Klukas hat gerade das Beste des Abends verpasst, die Clip-Compilation. Die war vielleicht hat er sie auch gesehen oder hat sich jetzt erst gemeldet im Chat. Bei Dennis war ja vorhin schon, ne? Ich habe ihn schon mal gesehen heute, ja. Ja, na siehste. Ja, was gibt's abschließend noch zu sagen? Was sind jetzt die weiteren Pläne fürs SPI? Wir haben auf jeden Fall ja noch ein paar, wir haben jetzt letztens den einen Bot ausgetauscht, weil der gerade sonntags zu den Kaffee-und-Augering-Streams von Dennis irgendwie sehr unzuverlässig war mit den Ankündigungen. Und den wir jetzt haben, der braucht zwar ein paar Minuten, bis er die Ankündigung schreibt, aber macht es zumindest immer und aktualisiert das auch immer und hängt auch ganz oft am Ende dann das VOD per Link an, das auch ganz praktisch ist. Finde ich tatsächlich sogar ein bisschen besser. Und wir werden auch noch ein paar andere Sachen umherschubsen, also so ein paar Kanäle vielleicht auch umbenennen oder zumindest irgendwo anders hin sortieren. Es gibt ja jetzt auch ein paar neue Funktionen, also kann sein, dass es da demnächst noch ein paar böse Änderungen gibt. Josie ist gewarnt. Genau, und ich möchte die Gelegenheit mal nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die auch so aktiv sind im Space Pizza Inn. Dank euch ist es der beste Discord auf Discord, würde ich mal sagen. Es macht mir sehr viel Spaß, es ist mein Internet zu Hause geworden mittlerweile. Wenn ich irgendeinen dummen Scheiß habe, den ich irgendwo posten will, dann ist das Space Pizza Inn das, wo ich es reinhaue. Und zwar irgendwo. Und ich habe sehr viel Freude damit und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, da mit euch jeden Tag zu interagieren. Und auch mal abends regelmäßig in den Voice-Chats einfach abzuhängen und da irgendwas zu zocken, zum Beispiel Fortnite oder sowas.
Also, wenn ihr das noch nicht macht aktuell, kommt gerne einfach dazu, keine Scheu. Ihr dürft da einfach reinkommen. Auch wenn ihr da jemanden seht in irgendeinem Voice-Kanal, kommt einfach dazu, dann können wir ein bisschen miteinander quatschen. Das ist alles cool. Genau. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich finde es auch super, hat sich sehr gut entwickelt. Ich finde es auch, war die richtige Entscheidung, weil es war ja wirklich gedacht als, hey, auf 5 Discords gleichzeitig zu sein, ist super ätzend. Ich habe auch die meisten anderen Discords, der ist einer von, ich glaube, 3 Discord-Servern von den ganzen, auf denen ich bin, die nicht komplett gemutet sind oder sowas. Ne? Wo ich Benachrichtigungen anhabe und sowas. Und dadurch fällt mir das halt auch leichter, dort einfach jeden Tag irgendwie lustige Dinge zu teilen oder lustige Dinge. Echt? Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Oder cringige Dinge zu sehen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin echt super happy, dass wir die Entscheidung so getroffen haben, dass wir das so dann auch aufgebaut haben. Ich mag auch unser komplettes Konzept an sich, wie wir es aufgebaut haben. Mega geil. Ich bin mega happy damit. Und ich bedanke mich für jeden Einzelnen, der bei uns mit abhängt. Und einfach mal ein Hallo schreiben. Hallo Kasul. Genau. Und wir werden auf jeden Fall weiter dran tinkern und dran machen. Und wenn ihr noch Ideen habt, immer her damit. Schreibt es am besten bei Dennis direkt in den Channel rein, wenn er live ist. Das überfordert ihn nämlich richtig gut. Und seine Aufgabe ist es dann, das herzubringen. Kasul, ja. Dankeschön für den Sub. Wenn ihr wollt, dass es auf jeden Fall niemals an der richtigen Stelle ankommt, schreibt es mir. Das ist ganz wichtig. Auch wenn ihr technische Probleme habt oder so mit dem Discord, wendet euch bitte immer an mich direkt. Genau. Dennis ist eure Anlaufstelle. Ja, und an dieser Stelle muss ich sagen, vielen lieben Dank an alle. Ich würde euch dann so langsam erlösen von dieser Pein. Ich glaube, ich werde so ein bisschen Tears of the Kingdom spielen. Oh ja, mach das mal. Ich muss mich jetzt ganz schnell duschen. Das, und dann würde ich mich aufs Fahrrad schwingen und rüberfahren, um ESC zu gucken. Geil, geil. Das klingt wunderbar. Und morgen ist morgen wieder Formel 1? Nee, diese Woche ist Pause. Nächste Woche geht's dann weiter. Alles klärchen. Aber morgen ist Kaffee und Augenringe, korrekt? Wie immer. Wunderbar. Oh Gott, was passiert jetzt hier? Hä? Ich sehe nichts mehr. Rastet aus. Achso. Ja, Kasul. Irgendjemand rastet hier gerade aus. Kami. Habt ihr doch geschrieben, Flau. Ja, alles gut. Ich antworte, wenn ich hier fertig bin, schicke ich die ganzen Keys raus. In 4 Minuten ist übrigens der letzte Gewinner. Wer jetzt noch mitmachen möchte, ausgezeichnet Jubiläum. Und Tami, vielen lieben Dank. Und Kasul auch vielen lieben Dank für eure komisch gleichzeitigen Gift-Subs. Pizza Discord ist wirklich ein klasse Forum, wenn man Fachgespräche über Filme führen möchte. Dankeschön, Lukas. Nicht nur über Filme kann man bei uns gut debattieren. Und über moralische Verhaltensweisen im Supermarkt, ne? Ja, wie du magst. Beste Plattform dafür. Beste Plattform. So, Leute, ich würde mich jetzt vom Acker machen. Tatsächlich. Ja, Dennis, dankeschön fürs Dabeisein. Klar, ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich hatte den auf jeden Fall. Definitiv. Und bis auf ein nächstes Event. Macht's gut, habt noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Viel Spaß. Tschüss. Ciao, ciao. Mir auch. Okay, bis dann, Panda. Tschüss. Bis dann, Mani. Ciao. Wir sehen uns auf dem Chat. Ihr werdet von Dennis geradet. Ich hoffe, er denkt dran, die Kamera rauszumachen. Tschüss.